Ja, liebe Gäste, ich freue mich, Sie zu diesem Anlass zu begrüßen heute Abend. Ich freue mich vor allem, dass der Anlass überhaupt stattfindet. Nicht? Das sind wahrscheinlich in den letzten Monaten und Wochen, mussten Sie wahrscheinlich auch auf diverse Anlässe verzichten. Also tun wir hier heute Abend wieder mal was für Sozial- und Gesellschaftsleben, auch für geistige Inspiration. Ich möchte vor allem auch danken, dass dieser Anlass stattgefunden hat. Erstens mal dem Museumsquartier, zweitens dem Bund und der Eidgenossenschaft und der Schweizer Botschaft und drittens der Schweizerisch-Österreichischen Handelskammer und dem NZZ Europa-Club mit der Pharmafirma Roche ganz besonders. Der Anlass wird gestreamt auf der Seite des Museumsquartiers. Fiskus ist das Thema des Abends. Ich glaube, wir haben alle in den letzten Monaten von Beträgen gehört, da hätte man einem fast schwindlig werden können. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gesagt, koste es, was es wolle, der Kampf gegen die Pandemie, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Ich glaube, ich habe gelesen, Österreich rechnet mit einem Budgetdefizit von 40 Milliarden in diesem Jahr und auch für das nächste Jahr geht man von 20 Milliarden aus. Ich denke, das sind Summen, die man vor kurzem nicht für möglich gehalten hätte. Gleichzeitig sind gewisse Themen in den Hintergrund gerückt, nicht Fiskalthemen. Wir reden jetzt von der Bekämpfung der Pandemie, aber es gibt wahrscheinlich auch wichtige Fiskalthemen, wie zum Beispiel, wie sichert man die Rente, wie sichert man die Pflege. Daran denkt zurzeit niemand, aber ich denke, das wird sicher wieder ein Thema werden, wenn dann die Pandemie ausgestanden ist in ein paar Monaten, hoffentlich. Wir werden das nachher in einem Podium diskutieren. Beginnen tun wir aber mit einem Einleitungsreferat von Peter Sloterdijk aus Berlin. Peter Sloterdijk brauche ich, glaube ich, nicht mehr groß vorzustellen. Er ist Kulturwissenschaftler, Philosoph, Schriftsteller. Er war mal Rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er hat sich, glaube ich, immer wieder in Debatten eingemischt, er hat Debatten angestoßen, sei es zu Fiskalthemen, zu Wirtschaftsthemen, Flüchtlingsthema, wie geht es weiter mit Europa. Also ein sehr, sehr breites Themenspektrum. Und soweit ich gehört habe, wird er uns heute auch mit einer eine provokative These bringen. Wir werden was hören über die Geschichte des Steuerwesens und welchen Zwangscharakter das eigentlich in der modernen Gesellschaft angenommen habe. Ich denke, da wird sicher einiger Stoff für Diskussion bestehen nachher. Bitte, Herr Sloterdijk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir auch eine Freude, wie meinem Vorredner, zu Ihnen sprechen zu dürfen in diesen ungewissen Zeiten. Ich habe vor, das Thema Fiskalität aus einem Gesichtspunkt aufzurollen, der für diesen Gegenstand nicht ganz gewöhnlich ist, weil er ursprünglich von einem Anthropologen und Ethnologen, nämlich Marcel Mauss, entwickelt worden ist. Ich möchte über das Phänomen der Fiskalität aus einem gabenökonomischen Gesichtspunkt sprechen und damit die moralische und psychosoziale Zwitternatur der fiskalischen Phänomene zur Sprache bringen. Es ist ja kein Zufall, dass es kein so obsessives Thema in der Politik gibt, wie das der Steuern, zugleich ein so unbeliebtes und eines, das nicht, wie man früher gesagt hat, des Schweißes der edlen Wert zu sein scheint. Es ist ein Thema, das von vornherein mit Aversionen und auch mit einer guten Dosis von Resignation begleitet wird. Es gibt fast nichts, was so unmöglich ist wie
das politische Begehren nach einer Steuerreform. Denn Steuern, wenn sie einmal eingeführt sind, erweisen sich in der Regel als politische Gegebenheiten, die auf ihrer eigenen Schicksalhaftigkeit insistieren und sich lieber nicht im Lichte der Reformierbarkeit präsentieren, sondern so etwas wie ein Fatum sein möchten, von dem man nicht möchte, dass die Öffentlichkeit zur Kenntnis nimmt, dass es eventuell reformierbar sei. Der gabenökonomische Zugang zum Steuerproblem, das heißt also die Suggestion, dass auch in der Besteuerung modernen Typs, aber auch in der Besteuerung klassischer Gesellschaftsstrukturen, die in der Vergangenheit sich gezeigt haben, der gabenökonomische Zugang zu dieser Thematik mutet uns zu, von vornherein immer die Doppelnatur der Gabe mit zu bedenken. Eine Gabe ist etwas, was, wie der Name sagt, Geschenkcharakter zu haben scheint. Sobald aber ein Geschenk angenommen wird, löst es beim Empfänger so etwas wie ein Unbehagen bzw. eine Erwiderungspflicht aus. Und auf diesem vagen Gefühl für Gabenwert, Erwiderungspflicht und implizierter Wertschätzung im Prozess des Nehmens und Gebens manifestiert sich eben die Doppelnatur der Gabe, dass sie einerseits frei ist und zum anderen Pflichtcharakter annimmt. Das ist ein Phänomen, das für Menschen, die auf eindeutige logische Definitionen ausgehen, sehr verwirrend zu sein scheint. Aber man darf nicht vergessen, dass die gesamte Altertumsspanne menschlicher Gesellschaften auf solchen Eigentums- und gabenökonomischen Erscheinungen aufgebaut war, die Zumutung, das Freie mit dem Obligaten zusammenzudenken, haftet bis auf den heutigen Tag allen Geschenken an. Und wir können uns nach wie vor kaum ein Geschenk denken, das nicht mit einem Erwiderungszwang verknüpft ist. Marcel Mauss hat mit diesen Gedanken zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seinem klassischen Aufsatz über die Gabe einen unendlichen Prozess aber angestoßen, der zugleich die Erörterung eines unermesslichen Unbehagens einschließt, weil in dem Augenblick, wo man Steuern, wie sie von Fürsten erhoben worden sind, schon von alter Zeit her in Zusammenhang bringen wollte mit einer gabenökonomischen Betrachtungsweise, so würde ja der Fürst selber als der Beschenkte erscheinen, der unter Erwiderungsdruck gesetzt wird. Das ist mit der Logik der Monarchie schlechterdings nicht kompatibel. Lieber nimmt ein Fürst den üblen Anschein auf sich selber, sich durch Raub bereichert zu haben, um danach derjenige zu sein, der seiner Gefolgschaft Geschenke machen kann, womit er ihnen sozusagen die Gefolgschaftspflicht erst eigentlich auferlegt. Diese Doppeldeutigkeit wurde schon im mittelalterlichen Denken, etwa bei Thomas von Aquin, erkannt, der das Steuernehmen durchaus als einen räuberischen Akt der fürstlichen Gewalt interpretiert hat, indem er hier den harten Ausdruck aus dem Codex Justinianus Furtum verwendet, was so viel bedeutet wie Diebstahl. Also der Fürst bestiehlt diejenigen, die er bei der Steuerpflicht belangen kann. Thomas von Aquin führt aber die Zweideutigkeit von Gabe und Erwiderungspflicht wie als Gedankenmotiv wieder ein, indem er paradoxerweise behauptet, es handle sich hierbei um ein Furtum legale. Also wir haben das voll auskristallisierte Paradoxon eines
gesetzlich sanktionierten, das heißt für zu Recht erklärten Diebstahls. Im etwas späteren Mittelalter, als sich die Königtümer strukturell verselbstständigt haben, als sie nicht mehr als Wanderresidenzen existierten, sondern mit festen Residenzen einhergingen, was zur Folge hatte, dass nun Palastbau und königliche Haushaltung ins Zentrum der öffentlichen Finanzen getreten sind, neben der Unterhaltung von stehenden Heeren und der Einrichtung einer permanenten Justiz. Früher war ja tatsächlich die Rechtsprechung auch eine Art Wanderjustiz, die mit dem wandernden Hof über das Land gezogen ist. Da haben Juristen des 13. Jahrhunderts angefangen zu begreifen, dass die Fiskalität selber eigentlich die Seele des Staates ist. Ich kann in diesem Zusammenhang nichts Besseres tun, als Ihnen allen das großartige Werk von Ernst Kantorowicz über die zwei Körper des Königs wieder ans Herz legen. Oder für den Fall, dass Sie es noch nicht in der Hand gehabt haben, es überhaupt und erstmals ans Herz legen. Darin finden Sie sehr erhellende Abschnitte über die Urgeschichte der Fiskalität. Es gibt ein aufregendes Kapitel darin unter der Überschrift Christus Fiscus, ja, in der eine ganz merkwürdige theologische Herleitung der Fiskalität versucht wird. Und die beiden Körper des Königs unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass der eine sterblich ist, der andere ist unsterblich. Und der unsterbliche Teil der Monarchie, der auch mit dem körperlichen Verschwinden des Monarchen nicht untergeht, ist der Fiskus, weil er als die Schatztruhe des Fürsten das Intervall zwischen zwei Königsbiografien überbrückt. Wir müssen uns klar machen, dass es ursprünglich keinen Staatsbegriff gegeben hat, der für sich sozusagen das juristische Subjekt des Staates in seinem eigenständigen Kontinuum hat denken lassen. Die Rechtsfiktion des Staats existierte damals noch nicht, sondern sie wurde erst konstruiert über das Intervall zwischen zwei Monarchen hinweg, die durch die Todeszäsur voneinander getrennt sind. Und in diesem Augenblick rückt der Fiskus in eine quasi metaphysische Position auf. Und Juristen des 13. Jahrhunderts sagen bereits, ubi fiscus, ibi imperium. Also selbst in der Phase, in der ein neuer Fürst noch nicht gewählt ist, ist so etwas wie staatliche oder parastaatliche Kontinuität denkbar, weil der Fiskus nicht gleichzeitig mit dem Fürsten untergeht. Das war insofern auch für Europa eine bedeutende Geschichte, weil ja, bevor die habsburgische Monarchie eingetreten ist, eine sehr lange Periode für eine 20-jährige Zeit des sogenannten Interregnums in Europa aufgetreten ist, wo sich die deutschen Fürsten nicht auf eine Königsnachfolge haben einigen können. Und in dieser Zeit emergiert der Gedanke sozusagen einer staatlichen Kontinuität, die mit dem Staatsschatz assoziiert wird. Und ein Theologe namens Baldus spricht im 14. Jahrhundert aus einen Gedanken aus, der uns sehr vertraut zu sein scheint. Er sagt nämlich, der Fiskus, und das ist wirklich überraschend für das 14. Jahrhundert, der Fiskus ist allgegenwärtig und hierin gottähnlich. Mit anderen Worten, hier wird sozusagen der gläserne Mensch vom sündigen Menschen hergeleitet, und der Gott, der alles sieht, ist auf der einen Seite eben der Gott im Himmel, der die Herzen der Menschen lesen kann, und gleichzeitig sozusagen der Finanzbeauftragte des Fürsten, der in die Schatztruhen und auch in die verborgenen Schätze der Untertanen sieht, die allesamt zu Armutsheuchlern abgerichtet werden, weil das Einzige, was vor fiskalischer Schröpfung schützt, ist manifeste oder zumindest zur Schau getragene Mittellosigkeit.
klar. Deswegen sprechen ja auch heute noch Steuerexperten von dem besonders perfiden Habitus derer, die Steuervermeidung durch, im Modus der Einkommensvermeidung betreiben. Nicht wahr? Die Modernisierung der Zweideutigkeit der Steuer hat im 19. Jahrhundert, vor allem in Folge der frühsozialistischen Eigentumstheorien, eine Belebung gefunden, weil man den Eigentumsgedanken selbst in Ableitung von rousseauischen Ideen mit einem Unrechtskoeffizienten versehen hat. Wir erinnern uns an den ersten Satz des Contrat social, welcher sagt, der Mensch, welcher als Erster auf den Gedanken kam, ein Grundstück mit einem Zaun einzufassen und zu sagen, ceci est à moi, dies gehört mir, und der glücklich genug war, Schwachköpfe zu finden, im Französischen steht da der Ausdruck simple, also der sozusagen schlichte Gemüter vorfand, bereit, diesen Anspruch, ceci est à moi, zu glauben, ist der Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Diesen Satz hat das ganze 19. Jahrhundert im Ohr, vor allem dann, wenn es darum geht, die Fiskalität der nachrevolutionären Gesellschaften neu zu begründen. Und bei Proudhon spitzt sich der rousseauische Verdacht gegen den ersten Einzäuner, wie auch später bei Marx in dem berühmten Einhegungskapitel des ersten Bandes des Kapitals, zu dem Gedanken zu, Eigentum ist Diebstahl. Und dann bedeutet Steuer natürlich etwas ganz anderes, nämlich etwas, was den Gegendiebstahl des Staates im Namen der beraubten Gesellschaft zur Voraussetzung habe. Mit anderen Worten, das ganze soziale Leben wird hier umformuliert in ein riesiges Geschäft, mehr oder weniger illegal, distributiven Nehmens, bei dem Akkumulationen einmal auf der Seite des Privateigentums und ein andermal auf der Seite des Fiskus stattfinden können, beim Privateigentum vorgeblich zu Unrecht, beim Fiskus vorgeblich zu Recht. Die neuzeitliche Steuergeschichte ist die Geschichte eines großen Resignationstrainings. Sie können das in einem klassischen Satz belegen, den der bekannte amerikanisch-französische Politiker Benjamin Franklin wenige Wochen vor seinem Tod, im Juni, vier Wochen vor der Französischen Revolution, im Juni 1789 an einen französischen Freund geschrieben hat, in englischer Sprache. Ein Satz, welcher lautet, "Nothing in this world can be said to be certain, but death and taxes." Nichts in dieser Welt ist ganz gewiss, außer dem Tod und den Steuern. Ja. Das Interessante daran ist, dass es jetzt kein französisches Bonmot ist, ja, sondern ein Mann, der zwar in Frankreich gelebt hat, sondern ein Mann, der selber kurz bevor er sich auf das Sterbebett legt, seine Lebensweisheit resümiert, und die lautet, dass also das Sterben müssen das allgemein menschliche Schicksal ist und dass das Steuer zahlen müssen im Hinblick auf seine Fatalität in dieselbe Resignationsklasse eingeordnet werden muss wie der Tod. Ja, mit anderen Worten, innerhalb von vier Jahrhunderten ist es den europäischen Fürsten, also und der sie tragenden Staatlichkeit gelungen, ganze Populationen einem solchen, wie soll man es nennen, Geduldstraining oder Einsichtstraining oder Resignationstraining zu unterziehen, aufgrund dessen die Steuerzahlung als eine quasi natürliche, mit der Geburtsschuld selbst quasi gesetzte Tatsächlichkeit angesehen werden müsse. Das ist nun wirklich eine
eine Dressurleistung, die doch durchaus bemerkenswert erscheint, vor allem wenn man in Rechnung stellt, dass die Steuern des 18. Jahrhunderts, also der Zeit, aus dem diese Bemerkung stammt, im Verhältnis zu den Steuern, die heute geleistet werden, Bagatellgrößen dargestellt haben. Wenn Sie die alten islamischen Steuervorschriften zur Kenntnis nehmen, dass ein reicher Kamelbesitzer von einer Herde aus 100 Tieren 2 für die Gemeinde spenden muss, wenn es Männchen sind, oder 3, wenn es Weibchen sind, wenn ein Besitzer von Schafherden in ähnlichen Proportionen in der 2-3% Kategorie versteuert wird. Als die britische Königin Victoria um 1860 herum in Großbritannien die Einführung einer Einkommenssteuer beschloss, quälte sie sich monatelang mit Selbstvorwürfen, weil sie sich nicht dessen gewiss war, ob sie nicht bei einem Steuersatz von 3,3% zu weit gegangen sei. Also man muss sich vorstellen, dass noch zu Ende des 19. Jahrhunderts fiskalische Verhältnisse, wie wir sie heute kennen, schlechterdings unvorstellbar gewesen sind. Das hat damit zu tun, dass ein großer Teil sozusagen der sozialistischen Forderungen nicht über Parteienwesen realisiert worden sind, sondern dass der Sozialismus eigentlich direkt in den Staat eingebaut worden ist, der sich mehr und mehr zum Steuerstaat, zum Versorgungsstaat, vom paternalistischen Staat zum matriarchalischen Versorgungsstaat umformen musste unter dem Druck der universalistisch gewordenen Rechts- und Versorgungsansprüche der Populationen. Lenins und Stalins guter Geist, der Wirtschaftswissenschaftler Bukharin, hat in seinen Überlegungen zur Ökonomie der Übergangsgesellschaft zeitweilig von der Ökonomie der früheren Zeiten mit einem so pseudomathematischen Symbol gesprochen, nämlich er hat das Zeichen M eingeführt, was so viel bedeuten soll wie Mehrprodukt, und hat mit diesem Symbol M die Summe aller Werte zusammenzufassen versucht, praktisch in Form einer naiven volkswirtschaftlichen Integralrechnung, die Summe all der Werte zu summieren, die über das einfache Reproduktionsniveau der Bevölkerung im Status quo einer gegebenen ökonomischen Reife erzeugt werden kann. Der Faktor M wird in der Feudalgesellschaft sichtbar im Kirchenbau, im Palastwesen, in den Ansätzen zu stehenden Heeren, im Uniformprunk, sowohl bei den Geistlichen wie auch bei den Offizieren, auch bei Juristen und Professoren. Im Übrigen ist dieser Faktor M so klein, dass es außer einer solchen Schaumkrone des architektonischen und ekklesialen und ja auch administrativen Luxus fast nichts gibt in den alten Gesellschaften, was in irgendeiner Weise den Luxusverdacht erregen könnte. Zwar scheinen die Aristokraten und insbesondere der Monarch im Luxus zu leben, aber sie schöpfen einen winzigen Faktor M, also das Mehrproduktsfaktor, aus, der für die Produktionsweise von feudalen, agro-zivilisatorischen Zuständen charakteristisch ist, während im 19. Jahrhundert durch die Einführung der Industrie und der Lohnarbeit mit einem Mal extreme Zuwachssprünge im Mehrwertbereich auftreten. Etwas, was ja dann im 20. Jahrhundert so weit geführt hat, dass die bürgerliche Wirtschaftswissenschaft den Marxisten den Mehrwertbegriff gestohlen hat, der sich jetzt nicht mehr darauf bezieht, dass zwischen dem Gestehungspreis der Ware und dem Verkaufspreis der Ware eine größere Lücke liegt, die vom sogenannten Kapitalisten
als Profit angeeignet werde, sondern dass der Begriff des Mehrwerts jetzt angewendet wird, sozusagen auf alle Güter, die in der Zirkulation käuflicher Produkte umlaufen, sodass der Staat eigentlich nur das machen muss, was er intuitiv auch früher schon getan hat, nämlich einfach in der Zirkulationssphäre anzusetzen und jedes Mal, wenn ein Produkt aus einer Hand in eine andere geht, eine dritte Hand zugreifen lassen, um einen Anteil für den Staat dafür zu reklamieren. Ein Gedanke, der übrigens bei einigen Finanztheoretikern der Gegenwart so weit geführt hat, sämtliche Einkommensteuern streichen zu wollen und nur noch Konsumsteuern bzw. Mehrwertsteuern zu erheben, weil sie teilweise zu Recht mit dem Argument auftreten, man werde, wenn man Einkommen besteuert, eigentlich die Fleißigen mit einer Art Strafzoll belegen, während man im Falle sozusagen der Konsumbesteuerung einen Filter einschaltet, der die Großkonsumenten, nicht die Großverdiener, sondern die Großkonsumenten mehr belastet als andere. Was wir im Übrigen ja tatsächlich heute auch schon auf indirekte Weise tun, die beiden großen Säulen unseres Finanzsystems, die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer bzw. die Mehrwertsteuern, sind ungefähr gleich große Posten bei leichtem Überhang der Mehrwertsteuern oder Umsatzsteuern, wobei man allerdings verkennt, dass es beide mal die gleichen Leute sind, die in diesem Bereich den Löwenanteil tragen. Denn wenn 10% der Einkommensteuer zahlen, mehr als 50% des Gesamtbetrages aufbringen, so bringen bei den Konsumsteuern eben wegen der erhöhten Konsumaktivität, auch wegen ihres erhöhten Zugriffs auf Dienstleistungen von Handwerkern und anderen Gruppen, es sind beide Male sozusagen diese 10%, es sind beide Male sozusagen, oder bestenfalls das wohlhabende Viertel, die das große Rad am Steuereinkommen drehen. Lassen Sie mich noch, um zum Schluss zu kommen, zwei Gedanken einführen, die Ihnen meinen moralischen Zugangswinkel zu dieser Problematik deutlich machen. Ich habe mit einer Betrachtung über eine vierfache oder fünffache Ambivalenz des Steuergedankens als solchem begonnen, von Marcel Mauss über Thomas von Aquin, über den Juristen Baldus des 14. Jahrhunderts, über den Gegendiebstahlsgedanken des 19. Jahrhunderts, der sozialistischen Bewegung, und über Benjamin Franklins fatalistische Interpretation des Steuergeschehens. Der deutsche Soziologe Adolf Wagner, einer der sogenannten Kathedersozialisten des 19. Jahrhunderts, hat im Jahr 1860 ein Prinzip formuliert, das unter dem Namen Wagnersches Gesetz in die Gesellschaftswissenschaften eingegangen ist. Das Wagnersche Gesetz sagt, wir leben unter dem Prinzip oder inmitten des Geschehens einer ständigen Ausweitung der Staatstätigkeit, die in sich selber die Notwendigkeit nach sich zieht, eine ständige Ausweitung der Fiskalität zu bewirken. Wenn dies nun so ist, ist es auch an der Zeit, darüber nachzudenken, aus welchen moralischen Quellen dieser legale Diebstahl, von dem Thomas von Aquin gesprochen ist, zu speisen sei. Wir erinnern uns daran, dass einer der geständnisfreudigen Teilnehmer der französischen Revolution, ein gewisser Monsieur Lavie, in einer Rede an den Konvent im Jahr 1791 vor der Versammlung das Geheimnis der Revolution als solcher ausgesprochen hat, indem er sagte, wir haben doch diese Revolution nur gemacht, um Herren über die Steuer zu werden.
vor dem Hintergrund dieses ungeheuerlichen Unbehagens an einer feudalen Fiskalwirtschaft. Meine These lautet nun dies, dass auch nach der Französischen Revolution die ganze gesamte Fiskalität, auch die gesamte moderne Fiskalität auf einer psychopolitischen Fehlkonstruktion beruht, dass es noch nie eine wirkliche Demokratisierung des Steuergeschehens gegeben hat. Aus dem einfachen Grunde, weil man nie hat aufhören können, die Fiktion eines dem Staat etwas schuldenden Bürgers weiter zu verfolgen, statt sich zu der Tatsache zu bekennen, dass der Staat seinen Bürgern es schuldet, die Leistungen für ihn zu erbringen, die zu erbringen er von seinen Bürgern das Mandat erhalten hat. Also der Staat selber ist keine Einrichtung von Gottes Gnaden mehr, sondern ist ein bürgerlich-mandatarisches Verhältnis. Und ich glaube, dass in allen modernen Menschen immer noch der Obrigkeitsstaat weiter wirkt und dass wir als Steuerzahler immer noch Untertanen sind und nicht mündige Bürger. Der Unterschied zwischen einem Untertanen und einem steuersouveränen Bürger würde man daran erkennen, dass der Steuerzahler sich wirklich als Zahler versteht, mit anderen Worten, als Geber eines Wertes, der in der Gemeinwesenkasse deponiert wird und an dem sozusagen der Fingerabdruck eines guten, eines persönlich jetzt unterschriebenen guten Willens haftet, selber aus eigenem an der Finanzierung des Gemeinwesens einen Beitrag zu leisten. Etwa so wie der große amerikanische Verfassungsrichter Wendell Holmes es in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts einmal formuliert hatte, als er sagte, Taxes are what we pay for a decent life. Das heißt, damit wir überhaupt zivilisiert miteinander umgehen können, müssen wir einen Teil unserer Einkünfte, aber nicht im Modus des Schuldners, sondern im Modus des Sponsors an den Staat abtreten. Das soll jetzt keine falschen Assoziationen an Wohltätigkeitsveranstaltungen oder dergleichen auslösen, sondern es soll an den Doppelsinn der Gabe erinnern, dass sie zugleich Gabe, also Geschenk und Pflichterwiderung einer empfangenen Leistung sein soll. Psychopolitisch ist unser Steuersystem in meinen Augen deswegen eine Fehlkonstruktion, weil es Unbehagen am Zwang, am Steuerzwang auslöst, der sich selber nicht genügend erläutert hat. Indem die Steuerzahler zu Schuldnern erklärt werden, werden sie ihrer realen Rolle nach tatsächlich Sponsoren und Geber, Ermöglicher der Gemeinwesensfinanzierung sollt nicht. Das heißt, eine nur erduldete Steuer erzeugt antipolitische Reaktion bis hin zur Steuerflucht oder zur Einkommensvermeidung, nicht, dass man lieber arm bleibt, als die Hälfte eines Einkommens einem Staat abzuführen. Aber eine als Gabensteuer interpretierte Fiskalität würde psychopolitisch bei den Menschen sehr viel verändern, aus dem einfachen Grund, weil gebende Verhaltensweise mit Ehre konnotiert sind, während Schulden mit Schande verknüpft werden. Wenn Steuerzahlen eine Ehre ist, dann möchte ich sehen, ob man immer noch vor der Ehre in so hohem Maße fliehen würde, wie man es heute im Zeichen einer Schuldenfiskalität zu tun fast nicht vermeiden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Besten Dank, Herr Sloterdijk, für Ihr Referat. Und darf ich nun die Podiumsteilnehmer bitten, aufs Podium zu kommen? Sie können hier Platz nehmen, ja. Ich möchte die Teilnehmer kurz vorstellen. Wir haben ganz rechts Frau Sigrid Maurer. Sie ist Clubobfrau des Grünen Parlamentsklubs oder Fraktionsvorsitzende, wie man vielleicht in anderen Ländern sagt. Ich bin auch erst seit 2 Monaten in Wien und muss mich zuerst mit den Begriffen ein bisschen vertraut machen. Also Frau Sigrid Maurer ist Clubobfrau des Grünen Parlamentsklubs oder eben die Vorsitzende der Grünen Fraktion im Nationalrat. Ich habe auf Ihrem Blog gelesen, Sie haben auch einen Blog, wo Sie sich zu fiskalischen Themen äußern, da haben Sie geschrieben, umverteilen, Doppelpunkt, von oben nach unten und zwar alles, Bildungschancen, Wohnraum, Löhne. Also Sie, das, ich glaube, das Thema bei Ihnen, eben Umverteilung ist ein gewichtiges Thema, das hat Herr Sloterdijk vielleicht noch nicht angeschnitten, können wir dann noch anschneiden. Neben ihr sitzt Martin Kocher. Er ist Ökonom, Professor an der Volkswirtschaftlichen Fakultät der Universität Wien und seit diesem Sommer ist er auch Präsident des Fiskalrats. Ich habe ein Interview gelesen, da hat der Journalist Sie dazu gebracht, dass Sie sich als Wächter über die Staatsfinanzen bezeichnen, nicht? Und Sie haben auch dazu aufgerufen, dass man gerade jetzt ein besonders vorsichtiger Umgang mit Steuergeld pflegen sollte. Das sei jetzt wichtiger denn je. Neben ihm ist Herr Kaspar Michael aus der Schweiz. Er ist Regierungsrat, in Österreich würde man sagen Landesrat des Kantons Schwyz und verantwortlich für die Finanzen. Er ist Vorsteher des Finanzdepartements. Ich glaube, man darf sagen, ein eher ländlich geprägter Kanton in der Schweiz mit doch einem sehr konservativ strengen Fiskalpolitik. Dem Kanton ging es nicht so gut vor ein paar wenigen Jahren. Man hat die Steuern erhöht. Das Ganze ist wieder ins Lot gekommen und jetzt gewissermaßen gibt man das Geld wieder zurück. Sie haben schon Steuersenkungen durchgeführt und weitere angekündigt. Also das Geld geht wieder zum Bürger zurück, zu seiner eigenen Verwendung. Dann unmittelbar zu meiner Rechten, Frau Beate Meinl-Reisinger. Sie ist Parteichefin von NEOS und Clubobfrau der NEOS im Nationalrat hier in Wien. Auch von Ihnen habe ich ein paar Sachen gelesen, von der NEOS. Ein großes Thema war für Sie ja immer auch das Bürgergeld oder das negative Grundeinkommen, wie man in anderen Ländern sagt. Sie propagieren das stark. Das soll das ganze Fiskalwesen vereinfachen, das soll auch die Autonomie der Personen erhöhen und ihnen auch mehr Freiheit geben und eben dieses enorme Geflecht, das Sie auch angetübt haben, Herr Sloterdijk, an Staatseinnahmen und Komplexität relativ vereinfachen in einen Geldstrom gewissermaßen gießen. Ja, geben, also der Steuerzahler soll auch geben und das nicht nur als Pflicht empfinden. Frau Maurer, wie sehen Sie das? Sie haben ja sehr stark diese Umverteilung auch betont und diese inhärente Ungerechtigkeit, die der Staat auch ausgleichen soll durch seine Tätigkeit. Also da sehe ich ja ein unterschiedliches Gewicht von dem, was Herr Sloterdijk betont, nicht? Und dem, was Sie sagen, weil Sie wahrscheinlich sagen, es gibt auch das ein oder andere Problem zu lösen mit dem Steuergeld. Ja, eine kleine Frage. Also ich möchte vielleicht 2 Aspekte herausgreifen von dem, was wir in diesem Referat gehört haben. Das eine ist, dass selbstverständlich das Ziel jedes Staates und jeder Regierung sein muss, dass die Bürgerinnen und Bürger verstehen, wofür sie Steuern zahlen und warum es Steuern gibt und Abgaben gibt und der Staat alle möglichen Leistungen erbringt für die Bürgerinnen und Bürger. Und insofern wäre es auch, also die Vorstellung eines freudigen Gebens des Steuerunterworfenen quasi, das halte ich grundsätzlich für
also von der Grundidee her für sehr sympathisch, weil es betonen würde, dass klar ist, wofür Steuern gezahlt werden. Es gibt ja alle möglichen Ansätze von einem offenen Budget etc., sodass die tatsächlich sehr komplexen Finanzierungsströme im Land transparenter sind. Allerdings muss ich auch sagen, ich muss eine gewisse Polemik auch im Referat erkennen, denn also die Zitate Benjamin Franklin, zwei Dinge sind sicher, der Tod und die Steuern oder auch Eingangssteuern werden nie verändert. Also Steuerreformen sind was ständig gemacht werden. Wir haben jetzt gerade mit einer Senkung der Einkommensteuer, der niedrigsten Einkommensteuer auf Stufe zum Beispiel einen ersten Schritt in einem großen Steuerreformpaket gemacht und es gibt laufend natürlich Änderungen im Steuersystem, also dass da nie irgendwas geändert werden würde, das ist rein empirisch schon nicht korrekt und ich muss auch sagen, dass diese Polemik nichts ist so sicher wie Steuern. Wir haben tausende andere Dinge, die total gleich einzementiert sind oder möglicherweise sogar noch einzementiert in unserer Gesellschaft als Steuern. Man wird geboren und es ist klar, man hat 9 Jahre Schulpflicht. Man muss sich gegen bestimmte Krankheiten impfen lassen. Um ein Auto fahren zu dürfen, muss man einen Führerschein machen. Wir haben ganz, ganz viele gesellschaftliche Regeln. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat, in einer demokratischen Republik. Und die Steuern sind, und das ist eher die Perspektive, für die ich hier werben wollen würde, ja. Da geht es um eine demokratiepolitische Frage. Wir haben jetzt sehr viel gehört zu Fürsten und Steuersystemen und ihrem Ursprung im Feudalwesen etc. Wir leben aber heute in einer demokratischen Republik, wo Menschen mit ihrer Stimme mitgestalten können und zum Beispiel sich zwischen den Neos und einer eher, ich sage jetzt mal, es gefällt den Neos nie, wenn ich das sage, aber ich sage, das ist eine neoliberale Prägung oder eben eher einer sozialen Prägung, einer Umverteilungsprägung, wie unsere Partei, die das vertreten würde. Da kann man sich aussuchen, wem gebe ich meine Stimme und dementsprechend kann ich davon ausgehen, dass das Steuersystem gestaltet wird. Ich möchte insbesondere auch auf den Aspekt des Klimaschutzes hinweisen. Auch eine Frage, wo Umsteuern, also das Wort Steuern, ist ja grundsätzlich gilt als negativ geframed, aber letztlich geht es ja genau darum, gesellschaftliche Rahmenbedingungen eben zu steuern und darüber eine Aussage zu treffen, wo beschließen wir als Gesellschaft bestimmte Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger, für die Bewohnerinnen dieses Landes sicherzustellen. Das ist eine demokratische Entscheidung und dementsprechend, und da gehören auch Steuern dazu, so komplex sie sind und auch ich würde mir wünschen, dass es klarer ist, wie dieses ganze System funktioniert und leichter erklärbar. Aber ich halte es doch für eine ganz starke demokratiepolitische Errungenschaft und Bedingung für unser gesamtes Zusammenleben, das eben weit darüber hinausgeht, wer welche Steuern und Abgaben zahlen muss. Genau, eben Herr Sloterdijk, Sie sind angesprochen. Eben Frau Maurer wirft Ihnen auch ein bisschen eine ahistorische Argumentation vor. Nicht? Sie setzen den Steuerstaat eines absolutistischen Fürsten gewissermaßen gleich mit einer Demokratie, nicht? Wo, glaube ich, in der amerikanischen Revolution hat es geheißen, no taxation without representation. Also das schwingt auch etwas mit, nicht? Wenn man dann auch wählen darf, sind Steuern okay, weil man kann ja auch mitbestimmen, nicht? Und wie legitim ist es da, gewissermaßen so einen Bogen zu schlagen vom Steuerstaat eines absolutistischen Herrschers, der damit vielleicht Prunkbauten und Kriege finanziert hat, zum demokratischen Staat, der damit Spitäler und Schulen finanziert? Es geht nicht darum, den heutigen Staat mit einem Feudalsystem zu vergleichen, sondern mein Argument zielt darauf ab, dass die, ausgenommen von der berufspolitischen Klasse, die meisten Menschen in ihrer Geberqualität nicht angesprochen werden im gegenwärtigen System. Mit anderen Worten, dass man in dem Augenblick, in dem der Bürger sich seinem Gemeinwesen am intensivsten zuwendet, nämlich im Augenblick sozusagen der Steuererklärung, er seinen Staat eigentlich am meisten obrigkeitlich erlebt.
Und das finde ich, das ist das, was ich als eine psychopolitische Fehlkonstruktion bezeichne. Alles andere sind historische Ornamente. Man könnte ja auch noch sehr viel unfreundlicher argumentieren, indem man etwa sagt, dass alle Staaten auf Sklaverei aufgebaut sind und dass die Fiskalität ein Versuch gewesen ist, der seit dem europäischen Mittelalter unternommen worden ist, die Sklaverei durch ein funktionales Äquivalent in der Besteuerung zu ersetzen. Aber die Geschichte der Unfreiheit des Menschen oder die Geschichte der Versklavung oder der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, um die berühmte Formel von Saint-Simon zu zitieren, ist nicht vorbei. Nicht? Und der Staat leistet für sehr, sehr viele Menschen eine außerordentlich interessante, auch emanzipatorische Funktion. Aber wenn Sie sehen, dass wir auf der Erde vielleicht 20, wenn es hochkommt, 30 halbwegs funktionierende Demokratien haben, dem stehen über 150 Autokratien oder Despotien oder Staatszwangssysteme gegenüber. Man kann einfach nicht sagen, dass die Freiheitsgeschichte des Menschen mit der Erfindung des zeitgenössischen Steuerstaats ans Ziel gelangt sei. Nicht? Also wir sind auf einem schwankenden Schiff und die Gefahr ist eigentlich heute groß, dass der autoritäre Charakter der Staatlichkeit wieder zunimmt, vor allem vor dem Hintergrund der allgemeinen Steuervergessenheit, über die man mehr in einem sozusagen literarisch-sozialpsychologischen Kontext ausführlicher sprechen könnte. Jetzt sind wir ja da eben, ich bin Journalist, aber wir haben hier Politiker und Ökonomen auf dem Podium. Brechen wir das mal auf die ganz praktische Ebene runter. Wie würde dann Ihr Steuersystem aussehen, wo das Geben wieder mehr Wert hätte, den Wert an sich? Also schwebt Ihnen mehr ein Stiftungswesen vor oder würde jeder Bürger vielleicht einen Teil seiner Verpflichtung mit verpflichteten Steuern bezahlen und einen Teil, einen kleineren, könnte dann geben? Oder wie würde dann, wenn man jetzt mal auf der praktischen Ebene, wie würde so ein Steuersystem dann aussehen? Ja, man müsste einfach Bürgeranerkennungssysteme einführen. Das alte Griechenland, vor allem Athen, kannte die Institution dieses Britanniums, das ist so etwas wie ein Rathaus der Antike, in dem um das Gemeinwohl verdiente Bürger zu einem Staatsessen eingeladen wurden. Es würde schon genügen, wenn das Finanzamt nach abgeleisteter Steuerschuld in Anführungszeichen oder Steuergabe in meiner Terminologie einen Dankbrief schreiben würde. Das ist ein Gedanke, der wahrscheinlich so revolutionär ist, dass er in unserem System nicht kompatibel wäre. Aber er würde den Finger auf die entscheidende Stelle legen. Noch nie hat ein Bürger irgendein Dankesbrief von einem Minister erhalten. Es sei denn, er hätte Zuwendung von ausgesprochenem Spenden- oder Geschenkcharakter gemacht, die meistens parteipolitisch. Aber diese Dankbriefe sind dann meistens Privatbriefe. Ich würde gerne einen Brief von der Behörde bekommen, in dem ich in meiner Eigenschaft als Steuersubjekt bedankt werde. Und das fände ich einfach fair. Nicht? Ansonsten werde ich ja nur als Schuldner behandelt. Ja? So, wenn ich zum Beispiel eine Hypothek abgezahlt habe nach 20 Jahren, dann bekomme ich wenigstens von der Bank ein Schreiben, dass hiermit so meine Schuld erloschen ist. Ja? Weil vom Staat bekomme ich nur im nächsten Jahr eine neue Aufforderung, eine erneute Schuldenerklärung genau
genommen, abzulegen. Und das finde ich eben eine psychopolitische Katastrophe, die für Staatsverdrossenheit sorgt auf breitester Front und die Steuerflucht hervorbringt. Und vor allem an einer Stelle eben Dummheit ins System einflößt, und zwar auf gefährliche Weise, weil der Staat maßt sich an, die Gesellschaft besser zu kennen, als sie sich selber kennt. Das heißt, Geld, das du dem Staat gegeben hast, ja, ist für deine eigene allokative Intelligenz verloren. Ja. Während sonst jedes Geld, das ich ausgebe, Anlagecharakter hat, oder wenn es nicht konsumtiv ist, auf jeden Fall investiven Charakter hat, wenn ich Geld dem Staat gebe, dann wird es eben verteilt. Ja. Aber verteilt, wofür? Ich behaupte, dass die Bürger ihre Gesellschaft besser kennen als ihre Verwaltungsbeamten und dass sie daher eine gewisse allokative Kompetenz ausüben müssten bei den staatlichen Budgets. Das ist ganz einfach so. Ja. Herr Michel, Sie haben gelächelt. Hat der Kanton Schwyz schon mal sich bei seinen Steuerzahlen bedankt, als er das zum Beispiel das große Minus weggebracht hat? Nein, nicht mit einem Brief, aber ich musste lächeln, weil es das tatsächlich gibt in der Schweiz. Ich weiß, Kantone, die das machen, wo der Finanzdirektor einen Brief beilegt mit den Steuerunterlagen und sagt, wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie Ihren Beitrag leisten. Der konkrete Dankesbrief ist eine Möglichkeit. Wichtiger erscheint mir aber fast noch, dass eine Kultur, eine politische Kultur vorherrschend ist in einem Gemeinwesen, bei der Bürger davon ausgehen kann, dass er tatsächlich einen Beitrag leistet, der wesentlich ist, jeder nach seiner Steuerkraft, nach seiner Leistungsfähigkeit, ein Grundsatz der Besteuerung, und dass er auch korrekt verwendet wird. Das Problem beginnt dort, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Auffassung vertreten, dass ihre Abgaben nicht korrekt verwendet werden oder nicht in seinem Sinne verwendet werden. Und das kann man natürlich nur legitimieren, dieser Gegenraub oder wie man es bezeichnen will, legitimieren, indem man möglichst eine, Sie haben es gesagt in Ihrer These, eine Demokratisierung des Steuergeschehens herbeiführt, eine Demokratisierung, die nicht genug filigran und abgetieft sein kann, föderalistisch aufgebaut ist, die Subsidiarität sehr wichtig ist, dass die Gemeinwesen selber entscheiden, die Kommunen selber entscheiden über ihre Ausgaben. Das geht in meinem Land bis auf die Stufe Kindergartenerneuerung oder Erneuerung der Kanalisation, Schulhausneubauten, ein neues Rathaus und so weiter. Also, dass an der Gemeindeversammlung oder an der Urne auch per Abstimmung entschieden wird, unser Geld wird für dieses Projekt verwendet. Wir sagen dem eine Sachabstimmung. Es geht nicht um Wahlen und Parteien, das kann man auch, Repräsentanten wählen, in die man die Hoffnung hat, dass sie das Geld richtig verwenden, sondern wenn der Bürger berührt ist, mehrmals im Jahr damit, mit seinen Ausgaben, die er ganz gezielt einsetzen kann, mit einem Ja oder mit einem Nein, dann ist eine Kultur da, die eigentlich einen Dankesbrief vielleicht nicht gerade ersetzt, aber doch dem sehr nahe kommt, dass man sagen kann, die Demokratisierung des Steuergeschehens, die kann nicht genug abgetieft sein. Nein, ich sage gerne ein bisschen was. Ich habe übrigens Ihren Vortrag sehr genossen, muss ich sagen. So überspitzt würde ich mich das nicht einmal trauen zu sagen, weil dann wäre ich noch mehr neoliberal geschimpft. Aber Sie haben schon gesehen am heutigen Abend, wo die Moral zu Hause ist, jedenfalls wenn es aus Sicht der Grünen ist. Ich möchte, oder wenn es nach den Grünen geht, ich möchte gerne was sagen zum Thema Dankbarkeit, weil das ist etwas, dem ich ständig begegne. Also diese Dankbarkeit, die erwartet wird als untertäniger Bürger vom Staat für eine Leistung, die man bekommt, aber noch mehr die Dankbarkeit, dass man ein bisschen Geld wieder zurückbekommt von der Steuerlast, die gegeben wurde. Ich habe gerade wieder gehört, größte Steuerreform aller Zeiten wird es immer wieder gebracht. Jetzt ist gerade eine Steuerreform passiert. Eine Tarifanpassung ist passiert in den unteren Steuertarifstufen. Es ändert sich de facto gar nichts, weil die kalte Progression das alles wegfrisst. Wir bleiben trotzdem ein Hochsteuerland.
aber die Dankbarkeit, die wird erwartet, weil man kann hübsch dankbar sein, es wird einem zwar das Geld auf der einen Seite rausgezogen, auf der anderen Seite gnädigerweise zurückgegeben. Im Übrigen ist es sehr unterhaltsam, das Thema Abschaffung kalte Progression tatsächlich einmal auch zu verhandeln, weil da lernt man nämlich sehr viel über die wirkliche politische, kommunikative Funktionalität. Das hat überhaupt keinen Sinn, weil da kann man ja nichts Gutes den Bürgern wieder tun. Und darum geht es ja auch immer, diese Dankbarkeit dazu haben, dass man doch etwas großzügig geleistet hat oder wieder zurückgegeben hat, was man vorher aus der Tasche gezogen hat. Noch ein Beleg dafür, Stundungen. Die Dankbarkeit, die jetzt man an den Tag legen muss als Steuerzahler, dass einem die Steuerlast gestundet wurde in der Corona-Krise. Nun, was heißt das? Ich meine, es ist sozusagen das, was Vorausberechnung der Steuerlast getätigt wurde. Da konnten Sie sagen, und das können Sie sagen, Moment, ich werde heuer nicht so viel verdienen, bitte reduziert die Steuerlast. Aber nein, hier erwartet man sich Dankbarkeit. Das geht dann so weit hin, bis der Finanzminister sagt in einem Interview, euch wird gegeben werden. Also das hat ja dann schon geradezu fast schon theologische Anmutung. Ich bin der Meinung, und das ist meine These, die Österreicher wissen nicht, wofür sie Steuer zahlen. Das ist zum einen, weil es unfassbar intransparent ist, weil es keine Accountability gibt, weil es keine wirkliche Subsidiarität im Steuersystem gibt. Also es gibt nicht sozusagen auch auf Gemeindeebene, auf Landesebene wirkliche Steuerhoheit, sondern das sind Bundessteuern und in einem sehr komplizierten System des Steuerausgleichs wird es dann verteilt. Aber wenn ich eine Kommunalwahl habe, habe ich nicht das Gefühl, wenn darüber diskutiert wird, ob jetzt ein Kreisverkehr gebaut wird oder ein Brunnen gebaut wird, dass das letztlich eine Entscheidung der Gemeinschaft ist, was mit ihren Steuerleistungen passiert. Und eine Möglichkeit, um das zu stärken, ist meiner Meinung nach tatsächlich, dass man die Steuern selber abführt. Nicht, dass sie eingezogen werden, dass sie schon sozusagen automatisch abgezogen werden, sondern neben der umfassenden Transparenz natürlich am Lohnzettel, dass man auch so weit geht und sagt, die Menschen sollen ihre Steuern selber abführen, weil dann weißt du, was du zahlst. Und dann siehst du das Monat für Monat und hast ein ganz anderes Verständnis dafür, dass wenn in einer Kommunalwahl versprochen wird, bei uns wird Milch und Honig fließen, dass man vielleicht doch ein wenig vorsichtiger ist, weil man weiß, am Ende zahlt man es ja sowieso selber. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, der mir sehr wichtig ist, und das ist die Frage sozusagen generelles Verhältnis Staats und Bürger, weil ich von ganz großer Sorge getragen werde. Global, in Europa, aber gerade auch in dieser Pandemie, dass ich das Gefühl habe, da gerät etwas noch weitaus mehr ins Rutschen, was eh ohnehin schon in einer Schieflage war. Die Frage, wer ist der Souverän? Ist es der Bürger oder ist der Bürger ein Untertan, der geschützt wird? Der kein Recht auf Information hat, kein Recht auf Transparenz hat, kein Recht auf Accountability hat, sondern eigentlich hier wirklich von einer neuen autoritären Obrigkeit, der ja auch noch dankbar sein muss, weil er wird ja geschützt hier, durchaus meiner Meinung nach das Verhältnis verrutscht sehr stark. Das ist natürlich pointiert und überspitzt, weil ich weiß, Sie meinen es alle ja nur gut, aber meine Damen und Herren, das sind bisweilen die Schlimmsten. Ja, Herr Kocher, Sie sind ja auch Verhaltensökonom. Vielleicht können Sie uns mal etwas sagen zum Verhältnis des Bürgers zum Staat. Also wie sieht er sich als Bittsteller oder hat er resigniert? Gleichzeitig ist ja auch auffallend, dass zum Beispiel sich die nordischen Staaten, die Bürger in Skandinavien, selbst als sehr glücklich bezeichnen, aber gerade da ist ja die Abgabequote sehr hoch, nicht? Oder ist der Staat hier einfach da sehr effizient, er setzt das Geld richtig ein? Also können Sie uns mal etwas auch sagen, vielleicht jetzt mal zu Österreich, wie fühlt sich der Durchschnittsösterreicher? Hat er resigniert? Sieht er die Fiskalabgaben als sinnvoll an oder macht er die Faust im Sack? Also die Frage, wie man Steuern wahrnimmt, ist nämlich tatsächlich eine kulturelle Frage in gewisser Weise. Und es gibt sehr große Unterschiede zwischen den verschiedenen Staaten, wie eben da umgegangen wird. Wir wissen, dass Religion eine Rolle spielt, deswegen auch die sehr unterschiedlichen Prägungen in der Schweiz, in Österreich oder Österreich und den skandinavischen Staaten. Also das spielt sicher eine Rolle. Letztlich ist es aber so, dass Steuern einfach Zwangsabgaben sind. Und da kann ich die jetzt behübschen psychologisch und einen Dankesbrief schreiben. Das wird ein bisschen helfen, das ist richtig, die Psychologie spielt eine Rolle in dieser Sache, wie ich das wahrnehme.
Aber letztlich geht es um die wichtigen Fragen, und da glaube ich, sind sich wahrscheinlich alle am Podium einig: Transparenz, demokratische Legitimation, die Einfachheit eines Systems und so weiter. Also das ist halt gar nicht so einfach, weil es in einem Steuersystem, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, sehr unterschiedliche Zielfunktionen und Zielrichtungen gibt. Peter Sloterdijk hat angesprochen, die Umverteilungskomponente, ja, da kann man diskutieren, muss das über den Staat sein, kann das auch, die können das zum Teil privat machen, auch die USA gibt da sehr starke private Hand. Sie haben gesagt, dass früher im 17. und 18. Jahrhundert die Steuern viel geringer waren, das stimmt natürlich, dafür gab es Zwangsarbeit und hohe Kirchensteuern, die soziale Komponente wurde sehr stark von den Kirchen übernommen letztlich, also das kann man unterschiedlich organisieren, aber es gibt Bereiche, und das bezieht sich auf die allokative Komponente, die eben sonst nicht bereitgestellt würden, wenn es nicht über Steuern finanziert werden würden. Wir sprechen von einem sozialen Dilemma. Alle Leute würden diese Leistungen gerne haben. Niemand kann sie privat bereitstellen, weil niemand bereit ist, seine Zahlungsbereitschaft bekannt zu geben. Deswegen zieht der Staat Zwangsabgaben ein, um diese Leistungen zu finanzieren. Das betrifft Dinge wie die Außenpolitik eines Staates, die Verteidigung eines Staates, Dinge, die etwas die niemand private bereitstellen könnte, die öffentlichen Güter sozusagen. Es gibt nicht eine Reihe von Gütern, die der Staat bereitstellt, die könnte man theoretisch auch privat bereitstellen. Da ist es eine Frage der demokratischen Legitimation. Soll ein Staat die Schulden bereitstellen? Ich glaube schon, aber es muss eine Mehrheit dafür geben. Soll ein Staat Umverteilung betreiben? Zum gewissen Grad auf jeden Fall, aber wie weit, das macht die Mehrheit letztlich. Und dadurch muss es eben, oder daher muss es transparent sein und demokratisch legitimiert sein. Und das kann man machen in einem repräsentativen System wie in Österreich. Das kann man auch machen in einem direktdemokratischen System, zum Teil wie in der Schweiz. Auch da ist es nicht ganz so einfach. Also es gibt gewisse Güter, glaube ich, gerade Güter im Bereich der Gemeinden und der Länder, die jetzt sehr gut, glaube ich, über direktdemokratische Systeme bereitgestellt werden können. Auf der abstrakten Ebene wird es schon schwieriger, weil dann tut sich auch der Bürger schwerer. Deswegen habe ich auch Politiker, Politikerinnen, die den Bürger die schweren Entscheidungen abnehmen im Idealfall. Da kommen wir zum Punkt, den Sie auch angesprochen hatten. Sie haben es genannt, bürgerliche Mandatschaft. Der Ökonom sagt, ein Prinzipal-Agenten-Problem. Der Prinzipal, der Bürger, muss sozusagen sicherstellen, dass der Agent, der Politiker, die Politikerin eben das so umsetzt, wie er oder sie das gerne möchte. Und das ist nicht ganz trivial, deswegen haben wir Verfassungen und komplizierte Regelungen. So, jetzt habe ich war versucht, ein Referat nach innen zu halten, weil es ist gar nicht so leicht, sozusagen kurz darauf zu reagieren. Stiftungswesen wurde indirekt angesprochen, nicht? Eben einen Teil könnte man so finanzieren. Herr Sloterdijk, das würde Ihnen das vorschweben, auch, dass man etwas von diesem amerikanischen Stiftungswesen, die von dieser Kultur in die europäische Fiskalkultur einfließen würde? Es ist in der Tat so, dass, wie Professor Kocher eben bemerkt hat, die religiösen Vorgeschichten für die Steuermoral höchst bedeutsam sind, nicht? Während viele Steuerbegründungen in zeitgenössischer Terminologie davon am liebsten gar nicht sprechen, sondern dies aus menschenrechtlichen Argumenten auf dem kurzen Wege herleiten wollen, wobei man meistens doch auch eine leicht hypermoralischen Ton dabei vernehmen kann. Das amerikanische Stiftungswesen ist insofern sehr, sehr imposant, weil es gegenüber der europäischen Tradition im Faktor 10:1 elaboriert ist. Ich hatte einmal Zahlen vor Augen, jüngst, dass über das Zentrum für Philanthropie an einer amerikanischen Universität, ich habe den Namen im Moment nicht gegenwärtig, es ist irgendwo ganz... Chicago ist es. Wie? Chicago. In Chicago, ja, es gibt aber noch eine andere irgendwo auf dem Land, ganz obskur. Dort wurde festgestellt, dass im Jahr 2010 das Spendenaufkommen der amerikanischen Gesellschaft im Ganzen eine Summe von 310 Milliarden Dollar erreicht hat. Das war höher als der Bundeshaushalt in Deutschland in diesem Jahr. Während im gleichen Jahr in der Bundesrepublik Deutschland 4 Milliarden an
Stiftungs- und Spendengeldern aus privater Hand mobilisiert werden konnten. Da ist also eine riesige Differenz. Die kann man wohl auch religionsgeschichtlich begründen, weil das Lebensglück des Amerikaners zum Teil eben darin besteht, dass er auf die gebende Seite wechseln kann. Sobald ich auf der gebenden Seite erscheinen kann, gebe ich meinen Mitmenschen zu verstehen, dass Gott es mit mir gut meint und ich auch mit ihm. In der katholischen Welt ist das Stiftungswesen ekklesialisiert, aber seit der Säkularisierung sehr stark abgebrochen, weswegen die katholischen Länder aus diesem Bereich das Schlusslicht zu bilden gewohnt sind. Nicht? Das hat übrigens auch mit der Tradition des Fegefeuerglaubens zu tun und mit der Vorstellung, dass es im Jenseits einen dritten Ort gibt, nicht Hölle und Himmel in scharfer Alternative, sondern dass man dort eigentlich auch noch Verhandlungsspielraum hat und dass man so etwas wie eine Nachreinigung erleben kann, wenn man nicht übermäßig Sünden korrupt eingeliefert wird. Die lutherische Komponente ist da insofern wieder viel, viel härter, weil sie dazu tendiert, die Menschen ihrem eigenen Unglück zu überlassen. Man darf nicht vergessen, dass Holland um 1700 das erste Land in Europa war, vielleicht überhaupt das erste Land in der Welt, wo es keine Armen mehr gab. Ja. Und wo die Prediger nun dieses reich gewordene Volk mit einer neuen Form von Predigt überfallen haben, ja, indem sie sozusagen das Schuldgefühl irgendwo auf andere Gebiete zu verschieben versucht haben. Diese Art von Reden hören wir heute aus dem Mund der progressiven Parteien. Insofern war Holland, was die Mentalitätsgeschichte, was der Umverteilung angeht, ein Musterland. Übrigens, um noch ein Beispiel zu nennen, Sie haben vielleicht recht, dass man solche Aussagen nicht übertreiben und nicht allzu wörtlich nehmen soll, dass aber Steuerflexibilität zu den großen Tugenden moderner Staatssysteme gehört, sollte man nach Möglichkeit nicht behaupten, weil man dann nicht mehr ohne Widerlegung aus dem Raum kommt. Nicht? Als unter dem Admiral Tirpitz so um 1905/07 herum in Deutschland erkannt wurde, dass wir auch eine Flotte brauchen, eine Kriegsflotte, wurde eine Sektsteuer eingeführt, die zur Finanzierung der deutschen Flottenrüstungspolitik eingeführt wurde. Nicht? Die deutschen Flotten liegen seit langem auf dem Grund der Meere, aber die Steuer gibt es immer noch. Ja, also ich würde gerne einen anderen Aspekt hier aufgreifen, also wenn von Stiftungen und Philanthropie die Rede ist, also zum einen würde ich diesen Betrag der Milliarden gerne in Relation setzen zu zum US-amerikanischen BIP. Also man kann jetzt Deutschland nicht mit den USA vergleichen, ganz grundsätzlich. Und zweitens, die USA hat höhere Vermögenssteuern als Österreich. Also Österreich hat nur 1,3% des österreichischen Steueraufkommens kommen aus vermögensbezogenen Abgaben. Und also der Teig, die bemühen die Geschichte immer sehr und das finde ich grundsätzlich richtig. Auch bei der Vermögenskonzentration und Vermögensentwicklung darf man nicht ahistorisch sein. Sie haben in Ihrem Vortrag vorher zu Recht erwähnt, wie es denn überhaupt zur bürgerlichen Gesellschaft kam mit der Idee, dass jemand sein Grundstück eingezäunt hat und mit der Begründung des Eigentumsrechts an sich. Das Recht auf Eigentum gibt es in einem Rechtsstaat. Die Marktregulierung gibt es in einem Rechtsstaat. Der Markt existiert nicht ohne Staat. Und das, was finde ich in diesen Diskussionen, wo man sagt, naja, es wäre doch eigentlich besser, wenn man quasi statt am Zwangssteuersystem
ausweichen würde auf Philanthropie und auf freiwillige Gaben der Reichen, das halte ich aus demokratiepolitischer Sicht für extrem problematisch. Und wir haben schon viele Beispiele, also gerade im Stiftungswesen, gerade das US-amerikanische Stiftungswesen, dort gibt es, also muss man auch dazu sagen, gibt es ein anderes Grundverständnis als in Europa. Also dort gibt es große Stiftungen, die tatsächlich sehr breit gut aufgestellt sind und auch bemüht sind darum, nicht in eine Richtung zu gehen. Aber nehmen wir das Beispiel Finanzierung von Forschung im Gesundheitsbereich, wo im Vergleich für, ich sage jetzt mal, Elitenkrankheiten von relativ kleinen Bevölkerungsgruppen riesige Summen aufgewendet werden aufgrund solcher Stiftungen, während Massenkrankheiten, also sei das HIV ist natürlich ein gutes Beispiel, aber wir haben viele andere Beispiele, wo es zu einer Konzentration von Forschungsgeldern in einem relativ kleinen Bereich kommt und große gesellschaftspolitische Fragen, von denen sehr viel mehr Menschen profitieren würde, insbesondere aus einer globalen Perspektive, viel, viel weniger Geld zugutekommt. Und was diese grundsätzliche Frage von, also ich wurde ja eingangs hier zitiert, mit einem, leider ist mein Blog wirklich also ungewartet seit Jahren, aber ich stehe zu diesem, ich stehe natürlich zu diesem Umverteilungsstatement, weil was ist passiert in den letzten Jahrzehnten? Ja, wir haben eine Vermögenskonzentration, die sehr stark ist und die doch weiter steigt. Alleine, es ist jetzt gerade eine Studie erschienen zur Vermögenssteigerung während Corona. Ich glaube, wir sind von 8,2 Billionen weltweit auf über 10 jetzt, nur in dieser Phase. Also, dass die Reichen verlieren würden, das ist natürlich sehr global und pauschal gesagt, ja, aber alleine an diesem Vermögenswert lässt sich schon einiges abzeichnen, und Österreich hat eine der höchsten Vermögenskonzentrationen Europas. Ich glaube, in der oder OECD, ich glaube, wir sind drittletztes oder so. Und da, Sie haben vorher den Begriff Steuermoral verwendet. Und diejenigen, die keine Steuermoral aufweisen, sind meistens diejenigen, die genügend, die ein großes Interesse haben, aufgrund ihrer großen Einkommen, die irgendwohin zu verstecken und zu verschleiern und Steueroptimierung zu betreiben, wie das so schön euphemistisch heißt, oder Steuervermeidung zu betreiben. Also wir haben in Österreich einen Einnahmenverlust von 1,3 Milliarden aufgrund von Leuten, die so viel Geld haben, dass sie sich auch die Konstruktionen leisten können, ihre Steuern nicht zu zahlen. Und da geht es um eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Diejenigen, die sehr viel haben, sind genauso Teil dieser Gesellschaft wie diejenigen, die natürlich von der Zahl her wesentlich mehr haben, die sehr wenig haben. Also ich glaube, 2/3 des österreichischen Vermögens liegt bei den obersten 10% und davon nochmal bei den obersten 1% ganz, ganz viel. Und also nur um eine weitere Zahl zu nennen, der Vermögenszuwachs der 50 Reichsten nach Trendliste der 50 reichsten Österreicherinnen pro Jahr ist 8%. Nach der Krise immer noch 6% gewesen. Und das sind einfach Zuwächse und Summen, die gigantisch sind und wo ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, in ein Gleichgewicht zu kommen. Also in Österreich ist Arbeit extrem hoch besteuert und Vermögen im Vergleich dazu kaum. Und das halte ich tatsächlich für ein absolutes falsches Verhältnis, insbesondere weil ja Einkommen Einkommen aus Kapital sind wesentlich geringer besteuert als Einkommen aus Arbeit. Und wenn man jetzt schon mit einem Leistungs- und Arbeitsgedanken, den Sie auch in Ihrem Referat erwähnt haben, kommt, dann glaube ich, wäre es hier auch besonders relevant hinzuschauen. Und wenn jetzt der Einwand kommt, die haben sich das ja alles erarbeitet, nein, ist nicht richtig. Wir wissen, dass das allermeiste an Vermögen geerbt wurde. So. Da war jetzt sehr viel drinnen. Zunächst einmal, also in Österreich wird sehr viel umverteilt, und es ist ja gerade jetzt auch eine Studie erschienen, die zeigt, dass die Umverteilung weniger über Steuersystem passiert, als dann über die Dienstleistungen, sozialen Dienstleistungen wie Bildung, wie beispielsweise auch Gesundheitssystem. Und das finde ich ja richtig. Das ist einmal der eine Punkt. Also das ist ja nicht etwas, was wir grundsätzlich absprechen. Das zweite ist aber, was halt schon ein Thema ist,
es wird schon da von deiner Seite sehr schnell undifferenziert argumentiert. Auf der einen Seite redest du von Einkommen und Steuern und auf der anderen Seite von Vermögenskonzentration. Und meiner Meinung nach müssen wir hier über Ursache und Wirkung sprechen. Wir sind in einer Zeit, wo wir gerade auch in Österreich eine sehr hohe Einkommensgleichheit haben, also sozusagen auch vor allem mit der Umverteilung, aber natürlich bei den Vermögen es auseinandergeht. Aber warum ist das so? Das ist ja letztlich auch ein Effekt meiner Meinung nach dieser Niedrigzinszeit, wo du einfach keine Möglichkeit mehr hast, dir dein Vermögen aufzubauen in irgendeiner Art und Weise. Immobilien werden teurer und Kapitalmarkt gibt es nicht. Und jetzt bin ich bei dem sozusagen Katze beißt sich in den Schwanz Problematik, anstatt die Antwort zu geben, wie man eigentlich zum Beispiel den Kapitalmarkt stärkt und eigentlich an den Segnungen des bösen Kapitalismus weitaus mehr Menschen profitieren zu lassen, in dem Sinn, dass sie sich auch etwas aufbauen zu können, kommt halt dann sehr stark immer die Argumentation der Bestrafung derjenigen, die es tun. Warum sind die Kapitalertragssteuern so niedrig? Ich glaube, wäre sogar gut, darüber zu reden, dass wieder Behaltefristen oder so etwas eingeführt werden, sodass man den vielleicht von mir spekulativen Charakter wegbekäme oder den bestraft, aber auf jeden Fall den Vermögensaufbaucharakter wieder stärkt, und zwar für alle, weil das Wesen müsste eigentlich, oder das Ziel müsste heißen, möglichst viele an diesem Prinzip partizipieren zu lassen, also Zivilkapitalismus auch im besten Sinn. Und dann komme ich immer zu der Thematik der Vermögensteuern. In dem Beispiel der Kamele sind das ja Vermögensteuern, oder? Substanzsteuern. Wenn ich 100 Kamele habe und 2 Kamele hergebe, ist das meiner Meinung nach eine Substanzbesteuerung. Ich halte es weitaus klüger, die Erträge der Kamele zu besteuern, als die Kamele herzugeben. Ich halte es auch weitaus für besser, die Erträge einer Fabrik zu besteuern, als die Substanz zu besteuern. Und ich halte es auch weiterhin klüger, da auch vor allem redlich zu argumentieren, dass eine Vermögensteuer als zusätzliche Einführung in unserem jetzigen System vor allem eins bedeuten würde, nämlich meiner Meinung nach eine massive Schwächung des Mittelstands, eine massive Schwächung des Standorts und gerade diese Krise auch brandgefährlich, und die Erträge wird man wahrscheinlich eh nicht damit bekommen, die wir jetzt brauchen in dieser Krise, um das alles zu finanzieren. Aber ich bin ja dankbar für diesen Einwurf, Beate, weil genau das ist der Grund, warum ich die jährlichen Zuwächse genannt habe. Eine vermögensbezogene Abgabe würde nicht in die Substanz, in die Vermögenssubstanz eingreifen. Ich habe gerade gesagt, 8% Vermögenszuwachs, Zuwachs pro Jahr. Aber was wäre der Effekt? Und der Effekt davon wäre, dass wir im Steuersystem zusätzliche Einnahmen hätten, um weiter umverteilen zu können. Um Schulen zu finanzieren, um all die Dinge zu finanzieren, die uns die ihr auch sehr stark zu Recht als NEOS also einfordert. Machen wir es ganz konkret, eine Erbschaftssteuer. Wie viel würde, Herr Kocher weiß das besser, in allen Modellen, die irgendwie in der Lage wären, den Mittelstand zu schonen, dass die Leute nicht ihre Häusle verkaufen müssen oder sonst irgendwas, was würde das bringen? So, soll ich darauf antworten? Ja, mache ich sehr gerne. Es gibt nicht verschiedene Modelle zur Erbschaftsbesteuerung. Also ich halte also letztlich kommen wir jetzt im Bereich der Optimalsteuertheorie. Es stimmt, wir gehen einen Schritt zurück, dass die Arbeit in Österreich sehr hoch und zu hoch besteuert ist. Das ist relativ klar. Und die Frage ist, wie kann man ein Steuersystem optimalerweise gestalten? Und da gibt es ein paar ganz generelle Regeln. Und dann ist die Frage natürlich der Rest wieder politische Präferenz oder Präferenz der Wählerinnen und Wähler. Wenn wir über eine Besteuerung von Erbschaften sprechen, dann hängt es nicht sehr stark davon ab, wie genau ist diese Erbschaftssteuer ausgestaltet. Es gibt ein paar Vorschläge in Österreich, die alle gemein haben, dass eigentlich sehr hohe Erbschaften nur besteuert werden und es einen relativ hohen Freibetrag gibt meistens. Meistens ist es ein Freibetrag, einige haben 500.000 Euro, einige haben 1 Million Euro als Freibetrag. Und dann gibt es eine progressive oder eine proportionale Besteuerung über diesen Freibetrag. Das führt tatsächlich überall zu keinen allzu großen Beträgen, da reden wir von 1 Milliarde vielleicht ein bisschen mehr, hängt immer gerade davon ab, welche Steuersätze ich ansetze. Ich glaube sogar, dass man, wenn man über eine Vermögensbesteuerung reden würde, eine Erbschaftssteuer, da müsste man es umgekehrt machen und da muss man sagen, klarerweise nur als Ersatz für eine Einkommensteuer, aber dann müsste man tatsächlich auch alle einbeziehen. Ich sehe kein Argument, warum jemand, der ein Eigenheim erbt, keine Erbschaftssteuer zahlen sollte und jemand, der vielleicht eine... Weil er nicht liquide ist. Ne?
Naja gut, wenn ich jetzt einen kleinen Steuersatz habe von 5 oder 10 Prozent und die Steuer gestundet werden kann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich nicht liquide bin. Außerdem könnte ich eine Hypothek aufnehmen, um diese Steuer zu zahlen. Also ich glaube sozusagen, wenn man sich über Vermögenssteuern Gedanken macht und vor allem über Erbschaftssteuer, dann müsste es relativ bald einsetzen, natürlich Bagatellen ausgenommen. Und was ist eine Bagatelle bei einer Erbschaft? 50.000, 100.000, was immer. Aber darüber hinaus müsste das der Fall sein. Das ist nicht politisch genauso wenig durchzusetzen, wie viele andere Dinge, weil da würde dann der Eigenheimbesitzer, der gesagt hat, ich habe mein ganzes Leben lang gespart, sagen, vielleicht auch mit gutem Recht, ich will das nicht. Also insofern sind wir da in einer Situation, wo es sehr schwierig ist, voranzukommen. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Man könnte tatsächlich sehr viel erreichen durch die Besteuerung, das tun wir zum Teil in Österreich, von Vermögenserträgen direkt. Also machen wir ja auch, es gibt eine Grunderwerbsteuer, es gibt andere Steuern, in dem Bereich kann man auch noch Anpassungen vornehmen, um das Ganze etwas fairer zu machen. Und aus meiner Sicht, um eben die Einkommensbesteuerung zu reduzieren. Also es ging ja nicht um mehr Geld, es ging um einen Ausgleich und eine etwas balancierteren Belastung von verschiedenen Aspekten von Einkommen und Vermögen letztlich. Aber ja, das ist der Stand, könnte man lange darüber diskutieren. In der Schweiz sind die Kantone zuständig für die Erbschaftssteuer. Mein Kanton hat keine Erbschaftssteuer, kennt das nicht, hat das nie gekannt. Es gibt Kantone, die das abgeschafft haben, aus den Gründen, die jetzt genannt wurden. Es sind eigentlich Vermögenswerte, die bereits schon x-fach versteuert wurden, immer wieder besteuert wurden, auch in der Substanz. Wir sind natürlich jetzt mitten im Gespräch, was ist eine gerechte Steuer, wie kann man sie gerecht ausgestalten? Das ist eine endlose Diskussion, eine Hauptaufgabe auch der Fiskalpolitiker. Die Frage ist ja eigentlich, und sie hängt auch zusammen mit der Grundfrage in der Einladung, oder? Sind höhere Steuern dafür geeignet, dass auch bessere Staatsleistungen erbracht werden können? Und ich glaube, man sollte bei den Steuersystemen dann letztendlich, aber auch bei der Höhe der Besteuerung immer davon ausgehen, was muss und soll denn überhaupt alles finanziert werden? Für was ist der Staat zuständig? Was ist seine Hoheit? Für was braucht er ausreichend Geld? Für was ist er demokratisch legitimiert? Und was soll eben nicht auch noch zusätzlich erfunden werden? Das sind natürlich in der Schweiz und vermutlich auch in Österreich, ich werde mir kein Urteil anmaßen, die linken Parteien sehr innovativ beim Erfinden von Staatsaufgaben, so schön die sein mögen. Aber wo ist die Grenze zu setzen, wo die Selbstverantwortung einsetzen muss, wo vielleicht nicht ein Stiftungswesen, aber zum Beispiel kooperative Systeme, die in meinem Land sehr, sehr Genossenschaften, kooperative Systeme, die in meinem Land sehr eine große Tradition haben, teilweise jahrhundertealte Traditionen haben, die überleben und bis heute sehr tauglich sind und sehr auch finanzierbar sind. Also wo stoppt hier der Staat und muss den Bürgern die Eigenverantwortung übergeben und ihm auch das Geld belassen für seine Aufgaben, für seine persönlichen Bedürfnisse, ihn bedarfsgerecht versorgen, aber nicht darüber hinaus und vor allem nicht generell darüber hinaus, nicht einen Teppich legen in allen Bereichen des Lebens, der Gesellschaft, der auch finanziert werden muss. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, ich weiß nicht, ob man das in Österreich das weiß, Schweiz ist eher ein ländlicher Kanton, der gewisse Aufgaben nicht hat, die die Stadt Wien natürlich jetzt hat. Ne? Keine Universitätsspitäler, keine Universitäten, mit dem Finanzausgleich, aber eben, es ist also vielleicht nicht eben vergleichbar. Für das gibt es auch den Länderfinanzausgleich, genau, der für Schweiz wiederum sehr hoch ausfällt, weil er sehr steuerkräftig ist, also ein sehr hohes Substrat hat, sehr viele vermögende und einkommensstarke Leute, das aber auch abgeschöpft wird. Aber deshalb auch der wichtige Begriff der Bedarfsgerechtigkeit im Steuersystem. Oder? Was braucht die möglichst im kleinen Gemeinwesen zu besteuernde Gemeinschaft überhaupt, welche Bedürfnisse müssen abgedeckt werden. Mein Kanton braucht keine Universität, das ist klar. Städtische Bedürfnisse sind ganz anders. Öffentlicher Verkehr ist in Agglomerationsgemeinden ganz anders als auf dem Land. Auf dem Land kann er auch sehr teuer werden übrigens. Aber deshalb sind möglichst föderalistische Systeme beizubehalten und ist die Gemeindefinanzautonomie, die Finanzautonomie der Gemeinden sehr hochzuhalten, weil dann die Gemeinschaft, die Lebensgemeinschaft und die Gesellschaft auch selber bestimmen kann, was sie sich leisten will und soll und was Sinn macht und was eben keinen Sinn macht. Ja, ich möchte nochmal zu der Frage kommen, auch der Leistungen, was bekomme ich für mein Geld, weil da sehe ich schon ein zunehmendes Thema. Ich habe
man kann natürlich lang diskutieren, es wird sehr viele ideologische Zugänge oder Unterschiede geben bei der Frage, was sind eigentlich Staatsaufgaben. Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass es völlig klar ist oder alle breit gesehen wird, dass beispielsweise Bildung auch eine Staatsaufgabe ist, auch wenn man das anders sicherlich organisieren könnte. Aber das, glaube ich, da gibt es einen Konsens in Österreich. Es ist schon zwei Sachen bemerkenswert. Einerseits, dass ich das Gefühl habe, dass bei manchen wesentlichen Staatsausgaben doch in den letzten Jahren bis an den Rand der Funktionalität oder der Erfüllbarkeit der Aufgabe gespart wurde oder nicht erhöht wurde. Das betrifft zum Beispiel Landesverteidigung. Natürlich kann man sich darüber unterhalten, ob es das grundsätzlich braucht, aber meiner Meinung nach ist äußere und übrigens auch innere Sicherheit schon eine Kernaufgabe des Staates. Das zweite ist Justiz. Justiz ist ein Bereich, der zunehmend an die Grenzen stößt. Wer versucht, vor allem am Zivilrechtsweg den Zugang zum Recht zu finden, weiß, mit welchen Kosten das verbunden ist, mit welchem Zeitaufwand das verbunden ist. Und es ist auf jeden Fall nicht mehr ein gleichberechtigter Zugang, schon lange nicht mehr zum Recht, gerade in diesem Bereich. Und ich halte das für sehr problematisch. Aber auch im Bildungsbereich. Ich sehe es aber im Bildungsbereich, kommt natürlich jetzt noch eine Verschärfung der Corona-Situation dazu, weil ihr natürlich nicht wenig Leute jetzt kennt, die sagen, Moment einmal, wenn ich dafür zahle, will ich auch, dass die Schule offen hat. Das erwarte ich eigentlich, weil mein ganzes Lebensmodell ist darauf aufgebaut, dass Schulen und Kindergärten offen sind. Und das erwarte ich ganz stark. Aber es kommt noch was Zusätzliches dazu, was auch für den Gesundheitsbereich gilt. Ich habe da keine Zahlen dazu, aber ich habe das Gefühl und habe auch da schon einige Berichte in die Richtung gelesen, dass insbesondere die Mittelschicht unter Druck dahingehend gerät, dass sie den Leistungen der öffentlichen Hand aus diesen Bereichen Gesundheit und Bildung nicht mehr in dem Maße vertraut und privat noch Geld in die Hand nimmt, um sozusagen die bessere Leistung zu bekommen. Was meine ich damit? Es gibt schon lange ein Gesundheitssystem, gerade auch in Wien, in einer sozialdemokratischen Stadt, das ich als Mehrklassengesundheitssystem definieren würde, weil man, wenn man es sich irgendwie leisten kann, eine Privatarztversicherung abschließt. Das heißt, das ist gerade dann wieder die Mittelschicht, die zahlt einerseits, da trägt die höchste Steuerlast und gibt aber dann noch Geld aus für sich selber oder für die Kinder, um einen entsprechenden privilegierteren Zugang zu Gesundheitsleistungen zu haben. Detto übrigens im Schulbereich. Die Anzahl der Personen, die ihre Kinder in Privatschulen geben in Wien, ist aufgrund eines zunehmenden Misstrauens gegenüber dem öffentlichen System im Steigen, und zwar massiv im Steigen. Und da glaube ich, weil ich behaupte, die Österreicher haben eine hohe Steuermoral, da wird es sicherlich auch Studien dazu geben. Ich habe das Gefühl, aber an sich grundsätzlich ist der Österreicher und die Österreicherin bereit, Steuern zu zahlen, weil man ja entsprechende Leistungen bekommt und weil man auch anerkennt, dass es für den sozialen Frieden und den Zusammenhalt in der Gesellschaft ganz wesentlich ist. Aber ich glaube, wir könnten hier in ein Problem kommen, wenn wir irgendwann einmal in der Situation sind, dass gerade die Mittelschicht sagt, Moment einmal, aber ich habe das Gefühl, ich zahle doppelt. Na, ich bitte nach dir. Ich finde das alles sehr gute Beispiele, nämlich auch insbesondere deshalb, weil wir jetzt gerade in dieser Corona-Situation sehen, wie wichtig stabiler, gut ausgestatteter Sozialstaat ist. Wir haben die Situation, dass unsere Gesundheitssysteme nicht zusammenbrechen. Wir haben die Situation, ja, mit allen Schwierigkeiten, auch dass das im Bildungssystem grosso modo funktioniert. Und ich sehe all diese Probleme sehr wohl. Aber das finde ich schon, diese Nebenbemerkung sei mir erlaubt. Es sind doch immer die Neos gewesen, die private Pensionsversicherungen, private Gesundheitsversicherungen, private Bildungschecks etc. haben wollten. Und diese Privatisierungsideen, und die teilweise ja auch in vielen Ländern vollzogen worden sind, die sind ja plötzlich, also wir wissen, dass die Ergebnisse davon nicht so glorreich waren, wie sie erhofft waren, und dass das wieder zurückgedrängt wird, zum Glück. Wo haben wir Bildungschecks gefordert? Und wo haben Wahlprogramm 2017 ist der, also Bildungscheck. Ja. Für den Bereich der Kindergärten können wir uns das sehr gut vorstellen, weil es sozusagen eine Subjektfinanzierung statt einer Objektfinanzierung ist. Wo haben wir, ich meine, private Pensionsvorsorge würde ich jedem raten, ehrlich gesagt. Ja. Würde ich auch Anreize setzen als Staat, finde ich jetzt nicht groß problematisch. Und wo haben wir jetzt gefordert, statt einer staatlichen Gesundheitsversorgung eine Umstellung auf eine private?
Nein, also das sind ja, also aber man könnte ist ein Wahlprogramm, oder? Nein, das finde ich problematisch, weil ja genau das, genau diese Phänomene, die du jetzt beschreibst, entstehen ja genau aufgrund solcher Systeme. Sie passieren also einfach, egal. Ja, und dann sollen wir es unterstützen. Ich bin der Meinung, wir sollten als Staat hergehen und schauen, dass unser Bildungssystem in allen Bereichen so gut ausgestattet ist, dass niemand mehr auf die Idee kommt, eine Privatschule zu brauchen. An dieser Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, also das IHS, also ich habe früher am IHS gearbeitet, das IHS hat eine sehr, sehr gute Bildungsforschungsabteilung und die Qualität der Privatschulen ist nicht mitunter so glorreich, wie sie gemeinhin, also nur weil eine Schule privat ist, ist die Schule noch lange nicht besser als eine öffentliche Schule. Aber Nebenthema. Das, worum es, glaube ich, geht, ist, und das sieht man, glaube ich, jetzt in der Situation auch. Ich erlebe ja diese Diskussion deshalb ein bisschen seltsam, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sich die Menschen darüber beschweren, dass sie Steuern zahlen müssen, sondern dass sie mit Leistungen nicht zufrieden sind. Und genau das ist ja, also es geht nicht um ein grundsätzliches Infragestellen, dass Steuern abgeführt werden, sondern um die grundsätzliche Frage, was passiert damit. Und ich finde die Darstellung von Martin Kocher auch sehr passend, was jetzt abstraktere Aufgaben des Staates betrifft. Und ich finde sehr wohl, dass der Staat auch Aufgaben hat im Bereich Klimaschutz zum Beispiel. Das ist wohl, ich würde fast meinen, die abstrakteste Aufgabe, mit der wir konfrontiert sind, weil sie nicht, also sie ist vielleicht in Städten herunterbrechbar auf die Förderung einzelner Photovoltaikanlagen oder sonstigen Dingen, aber sie ist in der globalen Krisenhaftigkeit, die Klimakrise mit sich bringt, sehr, sehr abstrakt. Und ich bin umso stärker dafür, dass das eine staatliche Aufgabe ist, für die insgesamt Verantwortung übernommen wird. Das ist auch die einzige Bewältigungsmöglichkeit dieser Situation. Auch ein öffentliches Gut oder die Umwelt. Aber das heißt, es wird wahrscheinlich nie durch Stiftungen finanziert werden können, es sei denn, man finanziert den Yellowstone Park, wie das gewisse Unternehmen machen in den USA. Der Yellowstone Park wird das Klima. Nein, ich meine nur eben, das ist ein öffentliches Gut, das Herr Kocher auch vorher angetan hat. Aber Sie wollten noch etwas sagen zum privaten Angebot. Ja, ich wollte noch ganz kurz was sagen zu der Frage der wirklich wichtigen staatlichen Leistungen und des öffentlichen Angebots und der Druck, der möglicherweise auch entsteht auf den Staat. Und der ist im Moment schon relativ hoch, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt nicht in gewissen Bereichen auf jeden Fall Effizienzmöglichkeiten. Das kann man in Österreich jetzt durchgehen, wo öffentliche Leistungen vielleicht noch besser bereitgestellt werden könnten, wo viel Geld reinfließt und wo vielleicht der Output jetzt nicht perfekt ist, aber insgesamt gibt es schon eine Tendenz und die ist sehr spannend. Peter Sloterdijk hat es angesprochen, das Wagnersche Gesetz, dass die Staatsausgaben oder die öffentlichen Ausgaben, das ist nicht nur der Staat, die öffentlichen Ausgaben steigen. Und eine Erklärung für dieses Wagnersche Gesetz kam knapp 100 Jahre später von einem amerikanischen Ökonom, William Baumol, der gesagt hat, dass ein Großteil der staatlichen Leistungen, das trifft zum Beispiel Justiz, trifft andere Bereiche, im Bildungsbereich zum Beispiel, sehr stark Personalkosten getrieben sind. Und Pflege ist auch so ein Bereich. Und gerade dort gibt es relativ geringe Möglichkeiten von Effizienzgewinnen, Produktivitätssteigerungen, weil halt das Ganze sehr personalintensiv ist. Gleichzeitig kriegen aber nicht, um gute Leute im Staatswesen zu bekommen, die Angestellten im Staatsbereich ähnliche Lohnsteigerungen wie außerhalb des öffentlichen Bereichs. Das heißt, es gibt eine inhärente Tendenz, dass in gewissen Bereichen die Kosten steigen und dadurch gibt es einen höheren Bedarf an Steuern. Der Staat stellt Dienstleistungen zur Verfügung. Der Staat stellt Dienstleistungen zur Verfügung, die teurer sind als andere Produktionsleistungen. Und trotzdem sozusagen muss er das tun. Und die Frage, wie man das klärt, ist nicht gelöst noch. Also man kann effizienter werden, aber man sieht es in gewissen Bereichen, die Justiz kann halt nicht effizienter werden oder ein Lehrer kann halt auch nicht. Irgendwann bei einer Klassengröße ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Und das ist sicher ein wichtiger Punkt im Kopf zu behalten, wenn man über die Steuern spricht. Ja? Das waren ja die erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen. Also ich habe ja immer gesagt, die Konsolidierung des Budgets ist einerseits von wegen mangelnder Dankbarkeit gelungen aufgrund der sprudelnden Steuern. Einnahmen, weil so viele Steuern gezahlt wurden. Anstatt dass man sagt, danke, ihr habt es geschafft, war das immer die Leistung der Regierung. Aber auf der anderen Seite natürlich durch einen sehr strengen Budgetkurs, der, und da kann man schon drüber diskutieren, meiner Meinung nach sowas in manchen Teilen wie Abwesenheit von Politik ist. Was meine ich damit? Denn
letztlich muss man ja in diesen Bereichen tatsächlich politisch ringen darum, in welche Bereiche man für so wichtig erachtet, dass man eben auch Kostensteigerungen aufgrund von steigenden Personalkosten, das stimmt, das ist natürlich immer der Hauptbrocken, auch zulässt und möchte und sagt, wir wollen diese Leistungen auf diesem Niveau halten und in welchen Bereichen man auch den Mut hat zu sagen, komm, das fahren wir mal wieder runter. Jetzt ist das sehr praktisch und einfach nachvollziehbar und hat ja auch ganz gut funktioniert, dass man einfach sagt, wir machen einfach einen Cut mehr oder weniger über alles drüber. Vereinfacht gesagt ist es ja so passiert. Aber meines Erachtens ist es ein bisschen die Abwesenheit nicht von Politik und es ist jedenfalls auch die Abwesenheit von Mut. Weil natürlich müsste man sich einmal auch ausgabenseitig hinstellen und sagen, jetzt kommt es, jetzt schauen wir es mal an und überlegen mal wirklich, ob vielleicht die ein oder andere Förderung überhaupt ihren Zweck erfüllt, sinnhaft ist. Da habe ich das Gefühl, das traut sich die Politik nicht. Pensionsreform ein Thema. Wir alle wissen, das muss passieren. Wir sind die Einzigen, die sagen. Und das Absurdeste ist, uns näher wird vorgeworfen, wir wollen den Pensionisten die Pensionen kürzen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir wollen nie, also ich meine, wir sind in einer Situation, wo wir wissen, es geht sich nicht mehr aus, budgetär, also im Umlagensystem, außer wir schießen aus dem Budget massiv Jahr für Jahr immer mehr dazu. Und die, die warnen, dass es eigentlich genau im Sinne von Fairness und Gerechtigkeit für die nächste Generation, weil wir eben nicht wollen, dass es zu Leistungskürzungen kommt, weil wir nicht wollen, dass in anderen Bereichen das Geld fehlt, weil wir nicht wollen, dass die Pensionsbeiträge erhöht werden. Die Mahner sind, denen wird dann vorgeworfen, ihr wollt ja nichts anderes machen, als Pensionen zu kürzen. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Nehmen Sie das Wort Pensionsreform in Österreich in den Mund, Sie können gleich mal 2 Prozentpunkte bei der Wahl abziehen. Herr Michel, eben, Sie haben ja ein Kanton oder sozusagen eine Regierungseinheit übernommen oder gehabt, die schwer defizitär war. Sie haben die, man hat die saniert, nicht nur mit Einnahmen. Eben, es wurde gesagt, die Politik streicht nie was, nie eine Leistung. Also wo haben Sie dann angesetzt, als Sie den Kanton saniert haben? Ja, ich glaube nicht eben nur bei den Einnahmen. Ne? Nun, ich habe das den Kanton Schweiz angetroffen mit einer Staatskasse, oder angetreten mit einer Staatskasse, die stark defizitär war und dann geworden oder worden wäre in den Finanzplanjahren, vor allem aufgrund eines Effekts, nämlich aufgrund des vorher erwähnten Länderausgleichs, des kantonalen Finanzausgleichs, des Finanzausgleichs innerhalb der Kantone, der quasi nachgelagert zum Steuerkraftwachstum horrende Summen auslöste. Also eigentlich auch ein Selbstverschulden, aber nicht nur ein Selbstverschulden, auch eine systemische Frage. Und dann geht es an den Sanierungsfall. Oder? Das ist natürlich ein sehr wichtiges Votum. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen über die Ertragsseite, die sollte eigentlich nachgelagert kommen. Die Ausgaben, dort ist der Hund begraben, wie man bei uns sagt, bei den Ausgaben. Die Ausgaben muss man straffen, die Budgetdisziplin ist sehr, sehr wichtig. Das Vermeiden von Schulden, keine Schuldenwirtschaft, kein Anhäufen von Schulden. Schulden sind vorgezogene Steuererhöhungen in späteren Jahren. Und es gibt sehr wohl Möglichkeiten, ich könnte jetzt die 400 Maßnahmen aufzählen, die wir gemacht haben, einen Staatshaushalt von A bis Z, filigran, also in die Kapillaren zu analysieren und effektiv auch zu straffen, wo das dann auch wieder in entsprechenden Gremien demokratisch legitimiert werden kann, sofern man es dann will. Und das geht bis auch Kleinbeiträge runter. Und so ist es gelungen, diesen Dampfer, und ein Staatshaushalt ist immer ein Dampfer, der heißt vermutlich Fiskus, und der fährt, und ihn nur schon die Richtung ändern zu können, geschweige denn anzuhalten, ist eigentlich eine große Kunst. Ihn zum Umkehren bewegen gelingt praktisch niemandem. Diese Beispiele gibt es praktisch nicht. Der Staat, man könnte hier auch Parkinson zitieren, der Staat wächst, er wächst in sich selber und er wird dann gefährlich, wenn er sich selber beschäftigt mit Projekten und mit Ausgaben, die eigentlich, wenn man dann auch Sache auf den Grund geht, niemand mehr weiß, von denen niemand mehr weiß, woher sie eigentlich kommen und wer sie ursprünglich wollte. Und das muss man auch im Keim, irgendwo durch im Keim verhindern, indem dass man sämtliche Anliegen eben sehr, sehr profund und basisdemokratisch legitimiert oder eben absterben lässt. Mhm. Ja, also ich muss da leider ein bisschen widersprechen. Also einerseits natürlich, also wir sind als, also die öffentliche Verwaltung ist grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Sparsamkeit, zur Effizienz und zur Transparenz.
Transparenz hapert in Österreich noch sehr, aber deshalb gibt es bald ein Informationsfreiheitsgesetz und die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Es kommt, wir sind schon am Arbeiten. Aber das sind die Grundsätze einer jeden öffentlichen Verwaltung. Und natürlich gibt's da, muss man schauen, dass das tatsächlich funktioniert. Und wir haben gerade in Österreich, Beate Meinl-Reisinger hat es angesprochen, teilweise Förderwesen, wo 27 verschiedene Stellen ein und dieselbe Leistung fördern und es vollkommen intransparent und unnachvollziehbar ist. Und auch unsteuerbar letztlich, weil es ist ja dann nicht an einer zentralen Stelle wird gesagt, okay, das ist uns wichtig, das unterstützen wir, sondern es fließen halt ganz viele verschiedene Gelder in alle möglichen Formen von Vereinen und alles Möglichen. Also das ist natürlich eine wichtige Seite. Aber Sie haben jetzt vorher gesagt, Schwyz ist ein Kanton, der gute, hohe Einkommen hat und vermögend ist. Und das ist offensichtlich Ihnen gut gelungen. Ich kenne jetzt die Details natürlich nicht. Keine Ahnung, da wird es möglicherweise doch auch Verwerfungen gegeben haben, aber das möchte ich mir nicht anmaßen, das jetzt zu kommentieren. Aber so ganz prinzipiell zu sagen, in jeder Situation Schulden zu machen, ist der falsche Weg. Das halte ich insbesondere in einer Situation, in einer Pandemie, wo wir schauen müssen, dass uns die Wirtschaft nicht komplett krachen geht, wo wir schauen müssen, dass unsere Sozialsysteme nicht krachen gehen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt weiter besteht, dass die Gesundheitssysteme, dass das Bildungssystem weiter existiert, halte ich das für eine gefährliche Ansage. Und weil Sie haben jetzt gesagt, Schulden sind immer die Steuererhöhungen Erhöhung der Zukunft. Das kann mit dem jetzigen Zinsniveau ganz sicher nicht behauptet werden. Also auch die Schuldenquote in Österreich wird jetzt steigen, ich glaube von 60 auf 84 Prozent vom BIP. Das ist natürlich grundsätzlich nicht schön, aber die Ausgaben für die Zinsen werden nicht steigen und insofern ist es absolut, und da sind sich zum Glück alle also Ökonominnen von links nach rechts einig, dass es absolut nicht richtig wäre, jetzt in dieser Phase die Schrauben anzuziehen und Ausgaben zu drosseln, sondern es ist es wichtig, sich aus der Krise raus zu investieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, und das haben wir im Regierungsprogramm oder auch in den Konjunkturmaßnahmen in diesem Jahr heuer schon gezeigt, wir haben ja multiple Krisen, gibt es viele philosophische Diskussionen, soziologische, ökonomische Diskussionen dazu, aber ganz viele dieser Umwälzungen, auch am Arbeitsmarkt zum Beispiel, werden jetzt durch die Corona-Krise massiv beschleunigt. Wir haben jetzt eine Finanzierungslücke, die muss man jetzt mal decken, das ist unbestritten. Aber Herr Sloterdijk möchte noch was sagen zu den ja, ich würde noch gerne. Steuern von heute sind die Steuern von morgen. Das ist ein Satz, den ich auch von meinem Großvater noch gehört habe, und auch die Verschuldungsaversion gehörte bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts zu den erzieherischen Grundprinzipien, nach denen zahllose Generationen herangebildet worden waren. Nicht mehr auszugeben, als man einnehmen kann. Mein Eindruck ist folgender, dass wir seit der großen Krise von 2007, 2008, 2009 in einer gespenstischen Situation existieren, weil der Schatten der Weltwirtschaftskrise von 1929 und folgende sich über die ganze Weltwirtschaft geworfen hat. Die maßgeblichen Wirtschaftsweisen haben allesamt die Devise ausgegeben, auf keinen Fall die Politik der späten 20er, frühen 30er Jahre zu wiederholen, die ja summa summarum Konsolidierung und Austerität impliziert haben. Jetzt macht man ganz bewusst das Gegenteil. Ja, man überschwemmt die Märkte seit mindestens einem Jahrzehnt. Diejenigen, die dem japanischen Beispiel folgen, sogar schon wesentlich länger, mit riesenhaften Krediten. Japan hat das Kunststück fertiggebracht, über längere Zeit mit einem Staatsdefizit, einem Staatshaushaltsdefizit von 200%
zu überleben. Die haben dieses schlechte Beispiel exportiert. Die amerikanische Zentralbank hat es übernommen. Die Europäische Zentralbank ist im Augenblick dabei, es ebenfalls zu übernehmen, soweit es nicht in der Draghi-Zeit sowieso schon übernommen war. Mit anderen Worten, im Augenblick geht sozusagen das Gespenst sozusagen einer Liquiditätsknappheit um. Alle warnen vor einer Deflation, ja, während man nicht wirklich genau genug analysiert, was mit den Überschwemmungsgeldern geschieht. Es entsteht im Moment eine in meinen Augen mindestens so gefährliche Situation wie 1929. Man hat immer behauptet, man hätte Zeit gekauft. Das ist eine wunderbare Redewendung. Um die zu analysieren, müsste man eigentlich zurückgehen bis zum Dr. Faustus von Thomas Mann, wo auch im Teufelspakt Zeit verkauft wird. Und dass solche Pakte eine diabolische Komponente haben, wird gerne übersehen. Und man sollte da hin und wieder auch Romane lesen und nicht nur wirtschaftswissenschaftliche Fachbücher. Also mir scheint, dass im Augenblick das Weimarer Syndrom, nämlich eine durchgehende steuerpolitische Frivolisierung, sich wiederholt. Ja. Wir haben alle geloben, dass wir keine Inflation haben und dass das Inflationsziel von 2% angeblich nicht erreicht wird. Ja. Die von Ihnen zitierten Vermögenszuwächse bei den Großvermögen, das sind reine Inflationszahlen, denn wir haben eine Asset-Value-Inflation, wie wir sie lange nicht gesehen haben. Bei den Vermögenswerten sind überall Blaseneffekte zu beobachten und wir haben es hier nur mit Rechengeldern zu tun und diese Rechengelder werden aber sozusagen von politischen Stimmen wie den Ihren falsch politisiert. Die sagen, die Reichen werden immer reicher. Das heißt, nein, die Inflation wird an einer Stelle sichtbar, wo andere sie nicht vermuten. Und die behaupten, die würden reicher. Die Reichen sollen nur mal versuchen, die jetzt festgeschriebenen Asset Values zum heutigen Marktwert auf den Markt zu bringen. Wenn zwei oder drei gleichzeitig mit solchen Verkaufsangeboten herauskommen, wird man feststellen, dass das alles Papierwerte sind, ja, und dass die Papiergeld-Ära von 1920. Aber auch in den Immobilien könnte das sein. Natürlich, also auch im Immobilienmarkt Immobilien und viele andere Gegenstände sind im Augenblick von so einem Hallo, so einem Strahlenkranz falscher Wertzuwächse umgeben und die werden auch falsch politisiert. Ja, man sieht nicht, dass diese Nullzinspolitik und all diese Dinge enorme Schäden hervorrufen und dass die Hauptsache der Zentralbankkunst, nämlich dass der Zentralbanker selber eine Leistung erbringen muss und auch Zinsen verlangen muss, damit das Geld nicht in die Entwertung gedriftet kommt. Das sind, also im Grunde genommen, ich wundere mich eigentlich jeden Tag, in dem dieses Kartenhaus noch länger steht. Die Nationalbank hält es aufrecht, aber Herr Sloterdijk hat ja die Dichotomie betont von Bürger und Staat und wir sind ja zwei Legislativpolitiker und ein Exekutivpolitiker und dann haben wir noch hier Steuerzahler unten. Ich weiß nicht, ob wir noch schnell zwei Fragen vielleicht öffnen sollten, ob jemand eine Frage hat, kurz formuliert oder an einer der Referenten. Einfach kurz und zack ein Thema noch anschneiden möchte oder eine Frage hätte. Ja, bitte. Wer weiß, vielleicht mache ich das. Aus meiner Sicht heraus, ich habe auch eine Frage gewonnen, unverständlich, dass das Thema dieser fehlerhaften Besteuerung, die wir jetzt schon seit Jahrhundert teilweise, schönes Beispiel war natürlich die Selbststeuer, haben, Kapitaleinkünfte geringer besteuert als Arbeitseinkünfte.
Gute Frage, also Herr Kocher, also die Frage ist, warum? Die Frage wird nicht seit sehr langer Zeit diskutiert. Das hat praktische Gründe. Es gab ja früher auch die Besteuerung in Österreich, bis, jetzt weiß ich nicht mehr die Jahreszahl, ungefähr vor 20, 25 Jahren wurden die Kapitaleinkünfte mit dem Steuersatz der Einkommensteuer versteuert. Das hat man nicht gemacht, eben weil damit Kapitaleinkünfte über die Grenzen geflossen sind und die Kontrolle nicht funktioniert. Das ist ein rein praktischer Grund. Also Diskussion gibt es schon sehr lange. Ich darf noch einen Satz sagen zum Herrn Sloterdijk. Bitte schön. Dazu. Ja, das fließt es aber. Die Steuergerechtigkeit ist nicht eine Frage, die man politisch lösen müsste. Genau. Müsste eine Partei sagen, wir machen das anders. Ganz einfach. Also das kann ich als Wissenschaftler nicht sagen. Ein Satz zum Herrn Sloterdijk: Ich habe nicht Thomas Mann, Dr. Faustus gelesen und weiß das. Ich bin nicht Ihrer Meinung, was die Zentralbank betrifft, weil das Gegenteil wäre gewesen, wenn die Zentralbank nicht reagiert hätte, dann wären wir vielleicht wirklich in 1929 recht rasch gelandet, nach 2008. Aber das ist jetzt eine Diskussion, die kann man nicht... Die Nationalbanken sagen, sie müssen die Fehler der Politik ausbügeln letztlich. Das machen sie auch, richtig, ja. So ist es. Das ist Tatsache, da stimmen wir völlig überein, glaube ich. Ich hätte noch eine... Wir müssen vielleicht noch, wenn wir sonst noch eine zweite Frage haben, ja, der Herr mit... Georges Fessier, ich bin holländischer Staatsbürger, aber wohne schon 10 Jahre hier. Möchte mich doch auch ein bisschen äußern hier. Und die Frage ist eigentlich, ist bei den Behörden ausreichend Verantwortungsbewusstsein da, dass man das Geld von anderen eigentlich spendet? Es braucht nicht direkt vielleicht Dankbarkeit zu sein, aber ich sehe jedenfalls bei uns in den Niederlanden und vielleicht auch hier in Österreich, dass die Behörden, die Regierung mehr oder weniger meint, das Geld ist einfach da, man kann es spenden. Ich habe Beispiele gesehen, ich war selber auch mal Beamte, wo das Budget nicht erschöpft wurde und man hat einfach Hobbys gesucht, um das Geld noch irgendwo auszugeben, statt dass man das zurückgeht. Okay, mehr Demokratie, mehr Transparenz und mehr Verantwortungsbewusstsein möchte ich gerne sehen bei den Behörden. Was ist Ihre Meinung dazu? Kurz, ja, also... Also wir haben Rechnungshofberichte, es gibt auch Maßnahmen, also früher hat es das sogenannte Dezemberfieber gegeben, weil alles Geld, was im Dezember noch übrig geblieben ist, noch schnell für irgendwas ausgegeben wurde, weil es nicht mitgenommen werden durfte ins nächste Jahr. Also solche Phänomene gibt es, glaube ich, in allen Verwaltungen. Im Großen und Ganzen glaube ich aber schon, und da gibt es ja internationale Studien, dass die österreichische Verwaltung ganz gut aufgestellt ist und die Beamtinnen auch sehr korrekt arbeiten. Also ich möchte auch ein bisschen eine Lanze brechen, schon für die Beamtinnen und Beamten, die hier arbeiten. Natürlich, wir haben die Rechnungshofberichte, da geht es meistens um politische Fehlleistungen und meistens, also die großen Dinge sind meistens eher politisch begründet als in der Verwaltung. Aber ich glaube, wir sind da grundsätzlich... Gut, der Herr meinte möglicherweise auch die Klientelwirtschaft, nicht von den Politikern. Aber Frau... Sie wollten noch was sagen. Ne? Also im Verwaltungsbereich, ja, da gibt es den Rechnungshof, aber es geht ja eigentlich eher um die Haltung dahinter. Und da möchte ich jetzt schon auf die Politik schauen und die Frage in den Raum stellen, ob man das Gefühl hat, beispielsweise bei der österreichischen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, dass hier wirklich der Eindruck vermittelt wird, dass hier demütig Volksvermögen verwaltet wird im Auftrag und im Sinne der österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler oder ob mich vielleicht mehr der Eindruck entsteht, es könnte eine Macht- und Postenspielwiese der ÖVP sein. Also es ist fast eine rhetorische Frage gewesen. Also von Demut sehe ich da gar nichts. Da ist kein Bewusstsein meiner Meinung nach da, oder es wird nicht vermittelt, dass das wirklich Volksvermögen ist und dass es hier, sondern es ist eigentlich, ja, es wird Hegemonialpolitik betrieben, man bedient sich, man setzt Freunde dorthin, das ist wahrscheinlich eh überall so. Ayn Rand beschreibt es ja so, aber warum es bei uns immer so ist. Das ist wieder das und zwar in letzter Zeit immer die ÖVP es ist. Gut, das ist eben die Frage, was soll der Staat alles besitzen, nicht? Das ist ja wieder ein unendliches Feld. Ja, Sie haben ja wie zwei Fragen gestellt. Also geht die Verwaltung in die Beamtenschaft, ein Begriff, der bei uns vermieden wird und das fast nicht mehr gibt, ordnungsgemäß und rechtmäßig mit den Geldern um. Das sollte sie und das muss sie, dazu ist sie verpflichtet. Und als politischer Vorgesetzter bin ich auch verpflichtet, das zu prüfen und das zu leiten und zu führen. Und die zweite Frage ist eigentlich die schwierigere Frage, ob
bei den politischen Verantwortungsträgern, bei Parlamentariern, bei Exekutivmitgliedern das Bewusstsein da ist oder die Sensibilität da ist, dass man tatsächlich für alle Entscheidungen, die man trifft, für alle auch Großzügigkeiten, die es gibt, für alle Projekte, die man lanciert, für alle gute Ideen, die es gibt, ob man sich bewusst ist, dass das bezahlt werden muss, woher das Geld kommt und dass alle Projekte und guten Ideen und schönen Sachen irgendwann Nachfolgezahlungen nach sich ziehen, also Folgezahlungen nach sich ziehen, dass es unterhalten werden muss, dass es Nachschüsse gibt und so weiter. Da bin ich nicht ganz sicher, ob dieses Bewusstsein wirklich sehr geschärft ist, auch in den 20 bis 30 einigermaßen oder halbwegs funktionierenden Demokratien. Das wäre dann das Klientelwesen, dass man natürlich seine Klientel auch bedienen will und muss. Ne? Eine Frage noch, wir haben, glaube ich, schon überzogen, leider. Noch eine Frage, ja, sehr gerne, die Dame. Vielleicht kurz, ich bin aus der Schweiz, lebe seit 3 Jahren in Österreich, habe davor immer in der Schweiz Steuern gezahlt, das heißt, ich kenne beide Systeme, zahle jetzt in Österreich Steuern. Für mich ist der größte Unterschied der, dass ich eigentlich in der Wohngemeinde einen großen oder einen Teil meiner Steuern bezahle oder bezahlt habe in der Schweiz. Und dadurch viel besser gewusst habe, was wirklich damit passiert. Und ich auch ein ganz anderes Interesse daran hatte, mehr Steuern zu zahlen, weil ich in 1:1 wirklich gesehen habe, wenn ich in einer Gemeinde lebe, wo viel Steuern gezahlt wird, dass ich unter Umständen auch mehr davon habe, als in einer Gemeinde, wo ich halt vielleicht einen tiefen Steuersatz habe, aber dadurch auch gewisse Sachen nicht gemacht werden. Und ich glaube, das ist für mich der größte Unterschied, bezüglich jetzt nicht Dankbarkeit, aber wirklich dieses Verständnis dafür, warum man Steuern zahlt oder warum man viele Steuern zahlt. Okay. Das wäre der Steuerföderalismus, nicht, den es natürlich in der Schweiz gibt, in Österreich auch gerne hätten. Nicht gibt. Auch weil nicht. Ich auch glaube, weil auch die Ausgaben, also das ist, glaube ich, so verhaltensökonomisch, wird das ja auch von vielen bestätigt, auch die Ausgabendisziplin eine ganz andere ist, wenn sozusagen die Verantwortung für Einnahmen und Ausgeben in einer Hand ist. Aber ich glaube, ich bin Juristin, ich glaube, der Herr Kocher kann Ihnen das besser sagen. Oder der Herr Michel, eben Steuerföderalismus, der Kanton Zürich wahrscheinlich nicht immer so viel Freude hat am Kanton Schweiz. Weil er natürlich Wettbewerb hat. Der Wettbewerb natürlich die zur Abschaffung der Einkommenssteuer geführt hat, zum Beispiel. Der Steuerwettbewerb würde jetzt noch mal eine Stunde dauern. Genau. Aber eine ganz kurze Antwort möchte ich geben auf eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe die irgendwie noch nicht verarbeitet vor etwa 10 Jahren. Ich war sehr, sehr gerade frisch im Amt. Musste ich bei der Bodensee-Konferenz, hieß das, zwischen Süddeutschland, Liechtenstein, Vorarlberg und Schweizer Kantonen ein Referat halten über die Finanzautonomie der Gemeinden. Und als Ehrengast war auch die österreichische Justizministerin, ich weiß den Namen nicht mehr, sie war in der FPÖ, glaube ich, das war etwa 8-9 Jahre her, Titularprofessorin, glaube ich, Justizministerin war sie. Und nachher beim Bankett, beim Nachtessen, haben wir über diese Finanzautonomie gesprochen, der Gemeinden, und die hat mir gesagt, das ist nicht durchführbar in Österreich, das geht nicht, das ist ein psychologisches Problem, ein Problem, wie die Bevölkerung verfasst ist und so weiter, und das hat mich eigentlich ein bisschen schockiert. Ich habe das nicht nachvollziehen können, dass man das den Bürgerinnen und Bürgern, egal welchen Landes, nicht zumuten kann. Ich bin der tiefen Überzeugung, man kann das zumuten und man sollte das auch. Finde ich auch. Aber ich kann Ihnen da anekdotisch auch was erzählen. Ich habe das mal mit der ehemaligen Finanzstadträtin der Stadt Wien diskutiert und sie hat mich angeschaut und gesagt, ja, aber dann kostet ja ein Viertel Butter in Niederösterreich was anderes als in Wien. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, ha? Ich rede doch jetzt nicht von der Umsatzsteuer. Das war ganz spannend eigentlich. Also, interessant jedenfalls. Ich glaube, dass sich die Dinge nicht unbedingt widersprechen. Also eine starke Bürgerinnenbeteiligung ist nicht davon abhängig, ob die Steuern jetzt direkt von der Gemeinde eingesammelt werden, sondern da kommt es darauf an, wie in der jeweiligen Gemeinde regiert wird. Und es ist auch mit einem System, wo die Steuerhoheit nicht bei der einzelnen Gemeinde oder beim Bezirk oder wo auch immer liegt, möglich, partizipative Projekte zu machen. Es gibt gerade in Vorarlberg sehr viele solche, es geht um partizipativ. Der Kollege aus der Schweiz hat gerade vorher solche Beispiele genannt, wo demokratisch entschieden wird, was sind unsere Schwerpunkte, wohin stecken wir unser Geld. Und partizipative Budgets, Bürgerinnenbeteiligung, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Ansatz,
Wir diskutieren Demokratie sehr oft reine, als reine Wahldemokratie. Und eigentliche Demokratie geht aber viel weiter und die betrifft auch solche Dinge, wo man die Leute aktiv in die Gestaltung mit einplanen kann. Und also ich glaube, es gibt Gutes in beiden Welten quasi. Und gerade der Steuerwettbewerb, den halte ich für ein großes Problem, wenn dann reiche Kantone beziehungsweise also wo es mit großen Einkommen städtische Umgebung versus rurale Umgebung, das kann zu großen Schieflagen führen und deswegen halte ich Steuerautonomie auf dieser Ebene für gefährlich. Wir sehen auch in internationalen Beispielen, gerade in den USA zum Beispiel, was das für Schulen zum Beispiel heißt, für die Qualität von Schulen, wenn die an jeweilige Grundsteuern gekoppelt sind oder ähnliches. Gut, für die Ungerechtigkeit, die entstehen könnte, braucht es natürlich den Länderausgleich, braucht es die Ausgleichszahlung. Das muss ein gutes, breit akzeptiertes, souveränes System sein. Und eines, an dem auch immer wieder gearbeitet werden muss, eines, das auch viel Ärger gibt. Mittlere Unzufriedenheit ist hier wahrscheinlich die Lösung. Und wenn alle Mittler unzufrieden sind, die Nehmer und die Geber, dann. Politikprinzip in der Schweiz, nicht? Politikprinzip in der Schweiz, das ist richtig. Aber es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Nur noch eine Bemerkung noch. Es geht natürlich noch weiter, nicht nur die Ausgabenbeschlüsse für Sachvorlagen, sondern auch ein in der Schweiz inhärentes System. Die Gemeinde legt auch, also jeder Bürger in der Gemeinde legt auch in der Versammlung den Steuerfuß fest. Also die Steuerfestsetzung wird auch an der Gemeindeversammlung gemacht und die kann teilweise jedes Jahr schwanken. Und das funktioniert, oder? Es richtet sich nach den Ausgaben und die Ausgaben bestimmen die Bürgerinnen und Bürger. Besten Dank, wir wären beim Steuerföderalismus gelandet, nicht ein scheinbar weit weg vom Anfangsreferat von Herrn Sloterdijk, aber trotzdem irgendwie nah, weil diese Betonung von Staat, Bürger, dem unmündigen Untertan, der wäre ja wahrscheinlich im Steuerföderalismus bis zum gewissen Grad aufgehoben. Ich bin sehr helvetophil geworden im Laufe der Jahre und erinnere mich an einen Film, in dem O.W. Fischer erklärt, warum es in der Schweiz keine Adelstitel gibt. Er sagt, weil bei uns das Wort Herr bereits das Höchste ist, was man zu einem männlichen Individuum sagen kann. Nicht? Und ich glaube, das sollte man sich nahegehen lassen, wie übrigens ja auch im Französischen. Nicht? Die anderen reden Madame und Monsieur aus der höchsten Sphäre der Gesellschaft kamen. Ursprünglich Monsieur war die Anrede für den Bruder des Königs. Die Anrede, Madame, bezog sich auf die Königin und einige andere, die dieses Privileg auch hatten. Wir haben leider bei unserem Verständnis von Demokratisierung ein bisschen vergessen, dass es nicht nur darum geht, Benachteiligte zu inkludieren, sondern auch darum, ein vornehmes Verhalten zu popularisieren. Und jeder, der mit der Anrede Herr oder Frau, was ja im Deutschen auch die Dame bedeutet, angesprochen wird, wird ja eigentlich bei einer Art von Naturaristokratie benommen. Und ohne die gäbe es auch die Zwangsabgabe nicht, behaupte ich. Ja. Weil irgendwo muss ja ein Verständnis dabei sein. Und das kommt von den besseren Regungen der Individuen und nicht nur vom Zwangsgehorsam. Das ist zumindest meine Hoffnung und meine These. Ja. Vielen Dank. Gut, ich danke Ihnen, Herr Sloterdijk, für das Schlusswort. Ich danke den Teilnehmern. War sehr spannend, aus verschiedenen Sphären das zu hören, aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Sphären. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und wir haben uns über Ihren Besuch gefreut, auch wieder mal einen Anlass mit Publikum durchführen zu können. Besten Dank und noch einen angenehmen Abend. Vielen Dank.